Dürüm, dürüm, dürüm. Eine kleine Ode an dürüm. Gregor, der uns geholfen hat, hier das Setup zu machen, aber trotzdem gar nicht da ist über Telefon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Audioflick. Heute mit Andi und Daniel. Hallo. Hallo. Und ihr hört es hoffentlich an der überragenden Soundqualität, dass wir mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Und es war nicht so einfach, das hinzukriegen. Aber ich bin jetzt guter Dinge, dass es klappt. Und der Film hat es auch verdient. Der Film hat es verdient. Allerdings. Und das Ding ist, hier zeigt er mir aber nur eine Spur an. Aber das ist egal, oder? Das ist cool, oder? Naja, das ist ja nur ein Mono-Mikro und das ist ein Stereo-Mikro. Ach so, das siehst du, wieder was gelernt. Ja. Wir haben uns auch heute vorgenommen, bevor wir sagen, worum es geht, aber ihr wisst wahrscheinlich, weil ihr es auf der Grafik gesehen habt und dann draufgeklickt habt, aber bevor wir auf den Film kurz eingehen, wir wollen nicht ganz so viel vorm Film labern, genau, sondern wir wollen direkt mit dem Film dann auch starten, weil da gibt es immer noch genug Zeit. Welche Version gucken wir denn? Wir gucken Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und zwar hat der Daniel da eine sehr schöne Blu-ray-Box mitgebracht. Und wir gucken es auf Deutsch, weil wir haben natürlich den Film alle auch im zarten Alter von irgendwas blablabla Teen geguckt. Und, Oder noch früher. Ja, und deshalb, da haben wir es auf Deutsch geguckt. Und das sind so Filme, da freut man sich einfach, die mit den Synchronstimmen zu gucken. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade vor kurzem den dritten Teil im Kino auf Englisch gesehen. Ja. Und irgendwas ging mir nach Flöten. Also beziehungsweise durch diese Original-Synchro und durch den atmosphärischen Ton, der noch dabei ist. Da wirkte der Film nochmal echt anders so. Und ich hatte irgendwie, da wirkte er nicht mehr wie mein. Ja, weil den kennst du jetzt auch, wie gesagt, 25 Jahre. Ja, ne? 25 Jahre. Und dann hat es natürlich eine andere Wirkung, wenn man das so verinnerlicht hat. Es gibt aber wiederum andere Beispiele, bei Friends zum Beispiel, ganz extremes Beispiel. Das guckt man 10 Jahre, findest du so okay. Und dann guckt man es erstmal auf Englisch, merkt auf einmal, wie lustig das ist. Das ist ja lustig, ja. Aber das ist jetzt aber auch wieder Humor, ne? Also Comedy. Klar, aber einige Produkte oder einige Filme oder Serien. Also werden enorm aufgewertet durch den Originalton. Und hier weiß ich nicht, ob vielleicht, ich meine, der deutsche Harrison Ford Sprecher ist halt einfach ein super geiler Typ. Ja, genau wie der deutsche Bruce Willis und der Sprecher. Es gibt halt so Extrembeispiele wie zum Beispiel hier Miami Vice, hier Sonny Crockett, also der Hauptdarsteller, der halt auch im Original Don Johnson hat eine super peinliche, fistelige Stimme eigentlich. Und als der damals das erste Mal bei Wetten, das war, hat das Publikum angefangen zu lachen, als er angefangen zu reden, weil der halt diese coole deutsche Stimme hat und so. Ähnliches bei Harrison Ford und bei Indiana Jones bei mir halt auch. Ah, oder Michael Douglas hat auch so eine coole. Egal. Aber der hat auch eine gute Original. Ja, das stimmt. Die ist übrigens sehr ähnlich. Die ist sehr ähnlich. Ja, wir legen auch direkt los. Ich sag nur kurz was zum Start. Ich habe das THX-Logo übersprungen. Also falls ihr nicht die Blu-ray guckt oder die DVD, sondern zum Beispiel streamt, dann ist vielleicht das THX-Logo nicht. Das heißt, wir fangen direkt bei Null an, wenn der Film startet. Wahrscheinlich kommt jetzt auch noch das Logo, das Paramount. Ja, aber das gehört schon zur Filmspur dann. Also da ist kein Szenenwechsel mehr. Ich hoffe, das war verständlich. Ich zähle rückwärts runter. Also es müsste eigentlich, wenn ihr jetzt Pause gedrückt habt, unten auf der Anzeige 0000 stehen. Aber ihr werdet es eh dann noch im Laufe des Films synchronisieren können zur Not. An der Stelle auch ein großes Dank an Sepp aus der Community, der auch immer nochmal, wenn wir DVDs gucken, die Blu-ray-Tonspur anbietet oder die NTSC-Spur oder irgendwie so, dass die Leute, ja, weil manchmal Blu-ray ein bisschen schneller ist als DVD oder so, ja, und dann ist es nicht mehr synchron und er passt das immer nochmal an. So ein kleiner Service in den Comments bei uns bei Audioflick. Vielen Dank dafür und jetzt zähle ich runter auf die. Warte, von 3, 2, 1 und dann auf die 0, ne? Ja, okay. Und los. Warte, hör auf. Nein. Warte. 3, 2, 1. Start. Ich liebe übrigens allein schon den Anfang. Ich fand das so cool. Und das Logo mit dem flammenden, mit den Drachen im Hintergrund, mit den Tänzern, ich finde das so fett. Jetzt hören wir aber gar nichts. Das ist korrekt. Ja, ein bisschen noch. Und ich liebe diese Musik da, ey. Ja. Aber ich finde das, ich habe das am Anfang nie gerafft. Ich dachte immer erst, das wäre gezeichnet. Ja, oder sowas. Ich dachte auch die Flammen. Tücher, ja? Ich dachte auch die Flammen, genau, wären irgendwie fake, aber das sind echt diese Flammentücher, ne? Und da ist ja schon der größte Reizfaktor dieses Films. Ja. Ich fand sie immer cool. Ja. Aber ich muss sagen, ja, als kleiner Junge fand ich die echt anstrengend. Also ich meine, sie sollte auch sein. Aber ganz geil, wie sie über dem Logo tanzt, oder? Ja, das war ganz schön viel Arbeit damals. Das war ganz schön echt so ein kleiner Effekt, der heutzutage voll Standard ist, aber damals... Und dann Anything Goes, sie hatte richtig lange Zeit damit verbracht, diesen Text auf Chinesisch zu lernen, tatsächlich.
Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, es ist deshalb sowas Besonderes, den Film jetzt nochmal zu gucken. Weil erstens habe ich ihn jahrelang nicht gesehen. Also ja, bestimmt mit fünf oder noch länger. Ich habe ihn auch noch nie in HD gesehen. Vielleicht mal wieder im Fernsehen irgendwie mal reingesetzt. Aber, ja, im Fernsehen ist furchtbar. Ja, aber so richtig bewusst habe ich ihn auf jeden Fall Jahre nicht gesehen und auch noch nie auf HD. Ja, ich auch nicht. Da freue ich mich auch drauf. Und ein weiterer Punkt ist, viele Leute sagen, es ist der schlechte, sie finden den nicht gut, sagen wir mal. Höre ich immer wieder. Ich muss mich immer verteidigen dafür, dass ich den. Und für mich ist es aber einer der Indiana Jones, oder vielleicht sogar der Indiana Jones, bei dem ich die meisten Szenen im Kopf abgespeichert habe. Oder die man sich immer mal wieder auf VHS angeguckt hat. Ja, aber einfach so sowas wie Affenhirn auf Eis oder so Geschichten, die haben sich so eingebrannt, so Sprüche oder so, könnte ich mehr zitieren von dem als von allen anderen. Oh, wüsste ich jetzt nicht, aber ich gehöre zu der Fraktion, ich fand den damals als kleiner Junge auch nicht so stark wie die anderen beiden. Also lange Zeit waren die anderen beiden immer meine Favoriten, weil ich den halt auch so düster und so unheimlich fand. Das gerade geil. Und so, oh, der war ja auch so brutal, so, ja. Das mit dem Herz, das hat mir damals echt... Das mit dem Herz durfte ich ja nie gucken. Es war vor allen Dingen echt mal ein... Also klar, es gab immer irgendwie fiese Schurken, aber die hatten immer auch irgendwas... Also der hatte sowas... übernatürlich Böses. Kalimara Shakti Day. Das war schon so, als Kind hat man da wirklich Schiss gehabt, so ein bisschen. Ja. Während so. Ich durfte ihn auch immer nur mit meiner Mutter gucken und die hat mir dann bei den entscheidenden Szenen, hat sie mir halt die Augen zugehalten. Tatsächlich? Ja. Ja, das ist aber auch echt, wie gesagt, diese Herznummer ist auch echt hart. Hier bei der Szene, das Einzige, was mich da stört, ist, dass sie halt noch nicht die Möglichkeiten hatten oder es nicht vernünftig hinbekommen haben, diese 20er Jahre schlechte Bildqualitätennummer darüber zu rechnen. Ne? Das sollen so Spratzer sein, ne? Als wäre es ganz altes Filmmaterial. Okay. Und sieht aber ein bisschen komisch aus. Und jetzt dieser Übergang, Laken rüber und rüber zu Lau, Anything Go und Wumms, Schnitt bei Lau. Finde ich so geil, ich finde alles so geil an diesem Anfang. Ja, die gute Dame hat Steven Spielberger viel Geld gekostet, ne? Warum? Wegen des Kostüms, oder was? Während den Dreharbeiten ineinander verliebt. Ach. Aber wir sind immer noch zusammen. Ja, pass auf. Aber Spielberg war zu dem Zeitpunkt schon noch verheiratet. Das stimmt wohl. Und die Scheidung, die war teuer. Damit das ist jetzt die jetzige Frau von Steven Spielberg. Kate Capshaw. Immer noch, ja genau, Kate Capshaw. Und interessanterweise spielt der ja auch vor den anderen Teilen, ne? Ja, das ist eine Sache, die mir wirklich jetzt, als du gesagt hast, hey, lass uns den mal gucken, zum ersten Mal aufgefallen ist. Ach echt? Ja, ich habe das früher als kleiner Junge nicht gerafft. Ich habe gedacht, okay, der spielt halt irgendwann einen anderen, also danach irgendwie. Also es war für mich, weil er wirkt ja auch älter. So, also es ist ja, ich dachte einfach, das wäre eine Episode, ein Abenteuer von Indiana Jones. Irgendwann so, danach. Ich habe das damals schon irgendwie geschnallt. Ich fand das auch mal toll, die Idee. Ich finde, das ist ein sehr James Bondiger Anfang. Ja, das ist auch die Inspiration dafür gewesen, tatsächlich. Auch mit der Blume da. Ich habe ja auch mal so ein Outfit bei meinem Geburtstag tatsächlich 1:1 gehabt. Ja, wir kennen das Bild an. Ja, ich bin immer so froh und glücklich drüber. Na sowas. Ich dachte, Archäologen wären kleine, komische Männer, die nicht von dieser Welt sind. Willi hieß übrigens der Hund von Steven Spielberg. Genau. Machst du doch ein bisschen lauter noch? Ist das der Typ, der auch in Kill Bill mitspielt? Ja? Echt? Könnte. Ist das Sonny Chiba? Ja, das kann natürlich gut sein. Er war aber damals schon relativ alt. Aber Sonny Chiba hat auch seine Großzeit echt nicht in den 80ern gehabt, sondern viel früher. Was? Ein bisschen lauter noch? Ja. Ich liebe diese Musik so. Ja. Das Kleid ist aus Paris. Das ist ein Modellkleid aus Paris. Setz dich. Dieser Tisch. Das ist eine so geile Idee mit diesem Rumfahren, ey. Und die Typen, also auch diese chinesischen Gangster, kommen so cool rüber, finde ich. Wusstet ihr übrigens, dass wegen diesem Film, wo wir jetzt also auch dabei sind, dass wir sagen, der ist eigentlich so hart und düster und brutal, eine neue Altersfreigabe in Amerika eingeführt wurde? Was? Wieso? Weil der war wahrscheinlich PG und es war zu hart. Nee, genau. Nee, das war der erste Teil. Und dann haben sie PG-13 eingeführt. Oder war die Explosion am Ende vom ersten Teil. Nee. Deswegen haben sie doch noch, geeinigt und dann noch Flammen drüber gesetzt. Damit ich meine, das war der. Ja? Ja. Es gab zuerst nur PG. Genau, und dann haben sie PG-13. Also du kannst halt rein mit der Begleitung der Erwachsenen. Und dann gab es halt das R-Rating. Also, und dafür... Nee, PG-13. Nein, das wurde dafür eingeführt. Ja, das meine ich ja. 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 PG-13 wurde für Temple of Souls eingeführt. Sag ich, behaupte ich, meine ich. Habt ihr das damals auch so ein bisschen enttäuschend empfunden, dass man von seinem Kollegen jetzt, der ihm jetzt gerade den Nuachi bringt, dass man von dem gar nichts weiß und dass dieser Tod auch gleich
dann irgendwie so banal auch irgendwie ist. Ja. Ja, ist ein alter Kollege, ich meine, gut, also, dass er jetzt kein Salah ist, okay. Ja. Aber das ist so gut, das ist so, ich liebe das, wie sie jetzt anfangen zu lachen, ey. Er lacht erstmal mit, weil er nicht weiß, was los ist. Aber er kratzt sich schon am Hals, ne? Ja. Und man sieht die Knarre noch nicht. Ne? Er hat sie auch noch nicht in der Hand, guck mal, er hat die Hand flach unten an. Gegen das Gift. Das ist so gut. Und die geile Musik dazu. Die dreckige Lache. Zack. Das ist so ein schönes Machtspiel, ne? Es geht immer hin und her. Dann hat der die Überhand, dann hat wieder der andere Partei die Überhand. Magst du auch diesen Sound, wenn die das Glas getroffen wird? Und er guckt auch so schön fies. Immer noch einen schlauer. Ja. Auch die Kamerafahrt liebe ich. Einmal rüber und dann auf die Gesichter. Echt ein ganz cooler Satz, oder? Ja. Guck mal, die Schweißperlen. Du siehst die Schweißperlen auf Herrn Stirn. Habe ich auf der VHS-Kette, die ich noch besitze, nicht gesehen. Aber das ist so jetzt ganz schön brutal, ne? Ja, jetzt fängt es schon an. Aber Spielberg, ey, damals hat er noch Bock gehabt. Oder? Ja, bam, und jetzt, ja. Ich finde das so geil, wie die alle schreien und loslaufen. Das ist jetzt auch inszenatorisch gesehen absoluter Albtraum, ne? Alles bewegt sich. Aber gut gemacht. Ja, natürlich, natürlich. Das Einzige, was mich da stört, ist, dass die Gänge, wenn man die Füße im Close-Up sieht, dass das so ein bisschen geradlinig ist. Also gleich, wenn er da durchrutscht, über den Boden. Auch die Kamera, ne? Dass die Hand so unter der Kamera... Fuck, der halt nochmal aufs Maul. Mich hat damals aber als Kind schon gestört, dass das Eis und der Diamant ja eigentlich überhaupt nicht gleich aussehen. Ich konnte das irgendwie nie so ganz nachempfinden. Ja. Oh, das ist auch so super, ey. Rein da. Das hat mich eigentlich weniger gestört. Das meine ich hier mit den Gängen. Da gehen die so ein bisschen steif alle. Stimmt. Aber ganz ehrlich, Andi, wenn du es nicht gesagt hättest, wäre es mir nicht aufgefallen. Nee, das ist halt als kleiner Junge ist es auch sowieso nicht aufgefallen. Was will der lustig? Mhm. Auch super, ey, da kommt die angelaufen. Aber Lao Tse kriegt keine Quittung, das ist eigentlich echt ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Ja, die fliegen leider ein bisschen gerade. Ja, sieht man sogar die Seile. Ja, die Seile sieht man. Das ist so. Echt krass, das sieht man auch nur durch die Blu-ray. Bleib, wo du bist! Und jetzt, ey, nochmal einen oben drauf. Okay, wir wollen noch Ballons dabei haben. Und dann kämpfen sie in den Ballons. Das ist auch so geil. Er wirft die einfach nur hin, dann sind die gleich ohnmächtig, ne? Guck mal, der jetzt zum Beispiel. Da, dann liegt der da. Naja, aber das ist halt, ne? Ja, klar, aber es stört halt auch überhaupt nicht, finde ich. 50er Jahre Schundroman und Schundkino. So, und das ist jetzt die allererste richtige Übertreibung, wo du denkst so, okay, ich verstehe, wohin die Reise bei diesem Film geht. Weil das wirklich so ein Blödsinn ist. Aber Spielberg ist ja so clever und macht es ja schon direkt mit dem ersten. Was genau meint ihr denn jetzt? Ja, das jetzt hier. Okay. Das und er läuft dahinter. Das finde ich eine super Szene. Ich finde das so geil. Und dann packt er sie noch schnell. Es ist auch geil, wie die Kugeln da kreisrum oben. Und das hier dachte ich, da habe ich immer überlegt, ist das wohl möglich? Ich meine, wir wissen alle, dass es mittlerweile möglich ist. Hat Jackie Chan das eigentlich davor gemacht oder danach? Boah. Zeitlich? Bestimmt davor. Obwohl. Ja, es könnte so kurz danach gewesen sein. Ja? Also es könnte wirklich fast davor gewesen sein. Müssen wir mal gucken. Hier, du meinst bei Projekt A oder B oder so. Ich habe das nur neulich in so einer Compilation mal gesehen. Dachte ich, okay.
Und ey, das mit dem Obi-Wan. Ist das der Kleine aus Goonies? Ja, klar. Das ist eine seiner beiden einzigen Rollen. Und jetzt sieht man, glaube ich, Club Obi-Wan an der Tür, ne? Wenn er losfährt, um die Ecke fährt. Ich glaube, man hat es oben schon gesehen. Ja? Also als die runtergefallen sind. Aber ich glaube, wenn die Typen rauslaufen, da sieht man es. Beim ersten Mal habe ich das noch nie gesehen. Ich habe es erst vor 10 Jahren. Echt nicht? Club Obi-Wan ist noch nie aufgefallen. Ja, jetzt pass mal auf, gleich, wenn sie am Flughafen sind. Meinst du, wer da steht, oder was? Wer da alles vorbeiläuft. Wer da alles vorbeiläuft? Ja. Jetzt warte mal, hör mal auf, jetzt okay. Warte mal ab, ey. Ich finde es übrigens eine geile Szene, wie er diese Holzklötze da am Fuß hat. Ja, klar. Und ich wäre so gern das Kind damals gewesen, das Indiana Jones Fluchtwagen steuert. Ja, durch, Mann, der Buddy von Indiana Jones, dem er ich mein, das war Auto ja, anfällt. Das war ja auch die Idee dahinter, ne? Dass die Kids das irgendwie cool finden. Und ich meine, er hat das auch gut gemacht. Den mochte man ja auch, so im Gegensatz zu Schade, Minnesota. Dass der eigentlich irgendwie, der war ja auch bei Goonies schon der Geilste, dass man den irgendwie, dass der es nicht geschafft hat, so. Die Backenzähne des Teufels. Mal hier, wie angespeedet das ist. Jetzt sind wir aufs Korn, das ist so lustig, wie er sich umdreht. Oh, dieses. Das ist ja die Schrotflinte, ne? Der Sound von Indiana Jones. Ja? Ja, das ist eine Schrotflinte. Deswegen trotzdem klingt die Knarre so geil. Gut. Ja. Großartig. Und. Schöne Thompson. Und schönen Treffer. Da war der blöde Wilhelm-Schrei. Der kommt ja, glaube ich, drei oder viermal vor. Ne? Ja, auch am Ende nochmal. Das ist auch hier, das ist so typisch. Das hat Spielberg auch nochmal versucht hier mit 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? Mhm. Mit John Belushi. Ja, auch ein Film, der immer untergeht. Irgendwie, ich finde den nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich mag den, ich liebe den eigentlich. Da sind so schöne irgendwie Choreografien und Plansequenzen und keine Ahnung. Und allein die Szene, wo der Flieger durch die Straßenschlucht von Hollywood fliegt, ist einfach so gut. So, jetzt sagen wir mal, wer da noch steht, außer dem Typen, der sie jetzt abholt. Lucas und Spielberg sind zu sehen. Ja? Ja. Das ist Dan Aykroyd. Aber das ist Dan Aykroyd, genau. Dan Aykroyd, genau. Warum ist der da eigentlich gelandet? Warum ist der Teil? Weil die sich kannten zu dem Zeitpunkt, oder wie? Der war doch bei 1941. Ach so, ja genau, wahrscheinlich wegen 1941. Aber wo, weißt du, wo die anderen, wo Spielberg steht? Nee. Beziehungsweise doch, Spielberg stand eben, glaube ich, da in dieser Gruppe von Leuten. Die steht jetzt auch mittlerweile nicht mehr. Ganz ehrlich, einer meiner absoluten Lieblingsmomente. Vor allem in Verbindung mit der Musik und wenn die Tür jetzt zugeht. Das da. Und jetzt. Ey. Ich find's so gut, ey. Ich find's das so gut. Ja, gucken. Eindeutig. Wir wissen Bescheid. Aber du denkst, okay, ist der Film eigentlich erstmal zur Ruhe kommen? Aber da kam schon eine ganze Menge in den ersten 10 Minuten. Und jetzt genau. Und du denkst, es ist genau wie bei Empire Strikes Back. Du denkst, oh, gut, okay, jetzt wollen wir mal gucken, wohin die Geschichte führt und genau, so. Und dann hast du genau 30 Sekunden Ruhe und dann geht's direkt weiter. Schnitt, wahrscheinlich Uni so wieder. Ja, genau. Und erklärt wieder genau, irgendwas. Und dann kommt irgendwie langsam, das sind da neue Abenteuer auf ihn zu. Nein. Was ich auch diese Sequenz, ey. Die Musik, ich habe jetzt auch erst vor ein paar Jahren tatsächlich diesen Original-Soundtrack in kompletter Länge mal irgendwo entdeckt. Also wo der gesamte Film, jede Musik-Cue-Geschichte, das ist so gut, auch gerade diese Sequenz jetzt. Den vom dritten habe ich noch auf MC. Ja? Könnt ihr mir das komplett? Was meint ihr damit mit auf kompletten Soundtrack? Naja, es gibt ja Soundtracks, damals oder so gab es Soundtracks, die sind dann irgendwie, was weiß ich, 60 Minuten lang, da gibt es dann so 15 Tracks drauf, die wichtigsten. Und dann gibt's auch von Aliens zum Beispiel den gesamten Film, jede Musik komplett chronologisch durch. Also auch die gleiche Länge des Films? Fast die gleiche Länge. Also wenn keine Musik ist, wird das natürlich gekürzt. Aber, okay, und das ist so toll. Das ist eine gute Idee. Was ich noch eben sagen wollte, Spielberg macht's ja eigentlich mit den ersten Worten des Films irgendwie klar. Also durch den Song Anything Goes. So. Stimmt, Und das ist halt schon... Das ist clever, also wirklich, muss ich sagen. Das stellt dich auf alles ein, jetzt wird es noch wilder. Ich wollte sagen, weil. Er hat ja, also die haben ja wirklich beide, und plus Frank Marshall, sage ich jetzt mal, dieses Ganze, was der erste Teil schon aufgebaut hat, das haben die auf die Spitze getrieben, dieses Cliffhanger-Tum. Ja, das ist ja reine pure Cliffhanger. Ja. Es ist auch so ein bisschen dieses Hitchcock-eske Suspense. Aber auf eine Slapstick-Art. Das hat ja Steven Spielberg, sag ich mal, so ein bisschen weitergemacht. Das, was Hitchcock eingeführt hat, die mit Suspense, hat er so ein bisschen auf eine unterhaltsame Art gemacht.
Und das ist hier immer noch in Perfektion. Den Ausschnitt haben sie übrigens damals im ZDF bei dieser Kinosendung. Ja, ja, ja. Haben sie den Ausschnitt den gezeigt. Den habe ich aufgenommen, den habe ich mir tausendmal angeguckt. Und das war für mich klar, den Film muss ich sehen. Ja. Also und auch wenn alle sagen, das ist der größte Quatsch auf der ganzen Erde, was da gleich passiert. Ich finde das in Verbindung mit der Musik, sobald sie rausspringen, ist das so geil. Und es passt zu Indie, es kommt irgendwie einfach cool. Klar ist das Quatsch und keine Ahnung, das hätte ich niemals überlebt, aber trotzdem, das passt doch einfach zu der Figur. Das ist doch scheißegal. Ja. Normalerweise die Chance, dass einer auf die Viola am Anfang tritt, ist auch, also da fängt es schon an, du brauchst ja nicht Realismus hinterfragen, aber du musst es halt, das trotzdem gilt es für mich nicht als Argument für die Kühlschrankszene im vierten, das stimmt. Weil trotzdem muss das in der Indie-Welt glaubhaft sein, und in der Indie-Welt glaube ich, dass der mit dem Schlauchboot diesen Sprung überlebt. Genau. Aber auch in der Indie-Welt überlebt er keine Atombombe. So. Und das war der Fehler, den sie so gemacht haben, auch beim vierten Teil, dass sie einfach den Draht zur eigenen Welt verloren haben, wenn du so willst. Aber Bogen überspannt halt. Oh, es ist so gut, ey. Ich schätze, wir haben ein mächtiges Problem. Treibstoff! Auch so, dass sie auch beide parallel dann gleich sind ausgehen. Sind die Effekte überarbeitet bei der Blu-ray-Variante? Nee, also wenn, dann haben sie nur die Farben nochmal ein bisschen gemacht. Aber also das werden wir gleich sehen bei diesem ganz schlechtesten Effekt in dem Film. Wenn das Flugzeug gegen den Berg knallt, wo einfach so eine aufgesetzte Luma mit dem Luma-Key einfach nur die Explosion drüber gesetzt wird. Oh, sie auch jetzt. Oh. So gut. Zack. Das typische Spielberg-Face. Schotti! Ein Harrison Ford ist einfach so geil. Ja. Und jetzt ein Schlauchboot? Und die Musik jetzt, ey. So geil. Wieso stand da, ich krieg keine Luft? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Aber selbst wie unrealistisch es auch sein mag. Es sieht gut aus. Und es ist auch immer noch die fucking plausibelste Idee. Immer noch besser als gegen den fucking Felsen zu knallen. Ja. So, weißt du? Was glaubt ihr, wie lange sie das gedreht haben? Und vor allem, was da drin war, ne? Genau, es hat sich zufällig... Da ist die komische Explosion. Ah, die ist echt... Aber immerhin kracht da noch was an der Seite weg, ne? Das stimmt, ja. Das sieht schon... Das geht noch. Also ich glaube, sie haben den Key überarbeitet, glaube ich. Ja. Weil hier, das sah man schon sechs. Das sieht man bei ihren Haaren natürlich immer das übliche Problem. Aber da sind doch Zwischensehen, also Szenen, wo auch wirklich Leute drin sind. Das ist natürlich übel, aber... Ja. Okay, ich muss ganz ehrlich gestehen, das habe ich bis heute nicht gefressen, die Nummer jetzt hier. Ja, es fliegt wirklich sehr leicht. Oder sehr gewichtlos. Aber es fliegt halt mit dem gleichen Winkel auch ins Wasser. Also das ist schon... Aber ist okay. Schritt. Nee, das fand ich gut. Ja, das Gewicht, glaube ich, da haben die ja dann wahrscheinlich alternativ da reingelegt. Ja, aber es entspricht, glaube ich, nicht demselben Fall, wenn da wirklich Personen drin sind. Trotzdem, in diesem Schuss, wo das Ding halt aus dem Flugzeug fliegt und fast bis ganz unten segelt, fliegt es zufällig auch genau so, dass man nie ganz die Puppen sieht, die da drin liegen. Und das ist so, ich weiß nicht, wie oft man das probiert hat wahrscheinlich. So, jetzt haben wir das erstmal ein bisschen Ruhe. Jetzt ist Durchatmen angesagt, ne? Und dann dauert es aber auch echt wirklich relativ... spürbar lange, bis wieder was passiert. Ne? Ja, also erst kommt der Auftrag, dann sind sie im Palast von Pankot. Ne? Ja. Jetzt, und, Leute, wir gucken jetzt. Ja, nicht überlegen, wir kennen doch alle den Film. Ja, auch trotzdem. Schon. Aber nee, aber, ach so, zu ihm gibt es ja auch tolle Geschichten, ne? Zu dem Darsteller, der sie jetzt in Empfang nimmt. Weil der konnte ja kein Wort Englisch und Spielberg saß immer bei den Schuss-Gegenschuss- Dialogsituation immer vor ihm und hat ihm einfach nur die Sätze möglichst kurz, immer drei Wörter oder so, vorgesprochen und er hat es dann direkt nachgesprochen. Das heißt, sie haben hier, das heißt, immer wenn der Typ eine Pause macht, musst du dir vorstellen, dass in dem Moment Spielberg eigentlich den Satz vorgibt. Das sieht man gleich nochmal. Sie durften ja nicht in Indien drehen, ne? Nee? Das ist Sri Lanka. Was war die Geschichte da? Warte, ich will jetzt kurz das hören. Also, er sagt nichts. Nee, es ist jetzt gleich, wenn er ihnen da die Geschichte erzählt, im Zelt oder wo sie da sind. Vor allem, wieso ist er jetzt... Ach, guck mal, man sieht ja auch ganz schön die Kante, ne, von dem Matte Painting. Aber egal, das sieht trotzdem... Aber guck mal, aus. Sie haben es auf das Matte Painting, haben sie halt diesen Rauch gesetzt, ne? Ja. Ja, schon geil. Vor allem sieht man jetzt mal auch wirklich schön, wie scheiße die Landschaft da eigentlich aussah. Genau, dass es alles so karg ist, ne, und so diese Szene auch.
Aber das soll in Indien sein, oder? Das soll in Indien sein, ja. Aber die indische Regierung fand die Darstellung von des eigenen Landes nicht so wirklich geil. Und deswegen war auch Indy 2 eine Zeit lang in Indien verboten. Der durfte nicht gezeigt werden, ja. Ach was. Das ist ein geiles Bild, ey. Ja. Mit den Händen. Das ist so fies, ey. Erinnert ein bisschen an Apocalypse Now, ne? Ja, ja. Voll. Auch die Kamerafahrt eben schon, wo das Schiff da so lang fährt. Aber es stimmt, wo ihr das eben nochmal gesagt hattet, oder du, Andy, ich finde, mit dem nötigen Abstand fällt es mir immer mehr auf, wie cool Harrison Ford wirklich zu dem Zeitpunkt war. Egal, was er tut. Da war er schon ultra cool. Ja, also ich glaube, fast cooler war er eigentlich nie mehr. Ja, und er macht ja auch nicht viel. Weißt du? Er guckt einfach, das ist einfach die Präsenz und ja, so, das ist Aura. Einfach auch so eine Aura, genau. Das ist so, kannst du nicht klauen, kannst du nicht nachmachen. Das war einfach ein One-of-a-Kind Hollywood-Star. Ja, also ist schon. Einfach so. Ja. Ich meine, wenn die krassesten Leute, George Lucas und Steven Spielberg der 80er, beide in ihren Filmen auf den gesetzt haben, weißt du, dann heißt das schon was. Also die, Weil, also würde ich jetzt nicht unbedingt, also dass die auf den gesetzt haben, also ich schätze mal, dass das George Lucas schon das Charisma von ihm erkannt hat. Und der hat ja auch großes Charisma. Aber die waren ja selbst auch noch sehr jung. Also muss man ja dazu sagen. Nein, Ford war 30 oder so, Anfang der 30. Und ehrlich, der hat bei denen das Büro gezimmert, so. Also, echt jetzt? Ja, war Zimmermann noch. Der war Zimmermann. Bei Vor American Graffiti oder was? Ja. Ne, noch danach. Erst nach Star Wars hatte er richtig Geld, um quasi fulltime als Schauspieler zu arbeiten. Aber die Bekanntschaft ist ja wohl dadurch, also ist ja dadurch entstanden, dass er bei denen im Büro irgendwas gemacht hat. Mhm. Sie beleidigen diesen Leute. Beleidigen. Wie er sich freut, dass sie sich so quält. Aber er ist einfach so ideal. Er ist so perfekt für diese Rolle. Ja. Ich frage mich wirklich, wenn jetzt ein neuer Indiana Jones kommen sollte, ein Junge oder ein Jüngerer oder ein Reboot oder was weiß ich, wer das machen soll. Das ist wirklich, weil Ford hat so die richtige Mischung aus Jung und Alt oder Jung und Erfahren. Kannst eigentlich, eins zu eins kannst du natürlich nicht ersetzen, was du machen kannst. Also es kann jetzt nicht ein Casting sein, wo man sagt, wer ist am ehesten, wer kommt am nächsten, erinnert mich am ehesten an Harrison Ford. Muss jemand sein, der auch wieder was Eigenes, einen eigenen Charme mitbringt. Wahrscheinlich. Deswegen, also, das ist ein Beispiel dafür, wie er halbe Sätze sagt, übrigens gerade. Und dann immer wartet, bis Spielberg ihm den neuen Satz vorgibt. Aber ich meine auch, weiß nicht, es wurde ja immer gesagt, Bradley Cooper oder jetzt zum Beispiel Chris Pratt. Die sind, ich meine, die sind natürlich nicht schlecht. Die wären nicht schlecht dafür, aber genau das, was du gerade gesagt hast, Ford hat halt die perfekte Balance aus Coolness, Charme, Lausbuben, Humor so ein bisschen, Härte, aber auch und auch Sexappeal, so da ist irgendwie alles drin, ne? Ohne dass er viel macht. Jüngerer George Clooney hätte auch noch. Aber so Chris Pratt zum Beispiel, der ist eher so. Der ist noch zu jung. Der ist noch. Ja, aber er hat auch nicht diese Härte, finde ich. Dem nehme ich das nicht so ab. Der ist eher so der charmante. Aber das meine ich, diese 1:1 Mischung zu finden, finde ich schwer. Aber da muss es noch so Leute geben. Also, er muss mehr so ein bisschen, ich finde, er muss ein bisschen mehr George Clooney-Touch haben. So. George Clooney ist halt auch schon alt. Nein, aber das, was George Clooney hat, George Clooney sah ja schon, als er jung war, bei vom Dust to Dawn, da sah der ja schon, sah aus als mit einer gewissen, also so eine gewisse Reife. Weißt du? Und Toughness hatte der auch. Ja, Tom Hardy. Tom Hardy hat nicht diesen Charme. Na? Also, nee, also doch Charme, aber ja, der ist auch eher der Harte. Also es ist echt schwer. Jetzt erzählt ihr die Geschichte von den Tränen, also von den Diamanten. Ich finde auch No Homo, aber er ist auch attraktiv. Natürlich. Und er ist aber nicht attraktiv auf so eine, weiß ich, so eine Hollywood-Bo-Geschichte. So, nein, weißt, er ist ein Urtyp. Ja, er hat sowas, er hat einfach so diese Ausstrahlung. Irgendwie. Wie gesagt, cool, das kannst du kannst auch einen Steve McQueen nicht einfach analysieren. Der hat es einfach. Genau. Und, aber das sind dieselben Leute, weißt du? Die haben bei denen, oder akzeptierst du den Sex-Appeal, aber du akzeptierst auch, dass die durch einiges gegangen sind, weißt du? Dass die schon eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, eine gewisse Reife mit sich bringen. Obwohl sie vielleicht, ich finde auch Bruce Willis, Mel Gibson, Ford halt, das sind so diese Typen, die halt irgendwie den Rock Hudson, den James Stewart, den Marlon Brando irgendwie irgendwann mal abgelöst haben, so, weißt du?
Also ist nicht irgendwie. Das ist ja genau mein Problem, was ich habe mit so Leuten wie Jay Courtney oder Sam Worthington oder wie die alle heißen. Die haben das halt alle nicht. Selbst wenn die mal in einem Film mitspielen, der mal ganz okay ist oder nicht oder so, aber die haben nicht dieses Hollywood-Superstar-Ausstrahlung. Clooney ist fast echt der Letzte. So. Und so Leute wie Bradley Cooper, ein bisschen, finde ich. Ein bisschen, aber dem wird fehlt sich halt, zeigen. Der muss halt auch noch mal ein, zwei Filme abliefern, wo man sagt, also bei American Hustle hat er abgeliefert, aber jetzt muss er halt auch noch mal ein, zwei Filme machen und dann kann man noch mal drüber sprechen. Also der hat ja noch nicht den harten Hund gespielt bisher, ne? Also nicht so richtig. Ja. Nee, eher so die verzweifelten Leute. Genau, eher die kaputten, eher die lustigen, die bisschen charmanten. Bisschen trottelig hat er. Ja, ich mag den ja super gern, muss ich sagen, wegen Bradley Cooper. Aber, oh, das fand ich so frustrierend. Jawohl, American Sniper, muss ich sagen, fand ich ihn schon ganz cool. Fand ihn schon sehr gut, aber, aber da war er nicht so der harte. Ich fand das immer ganz schlimm. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Vor allem jetzt das Thema, finde ich geil. Kennt ihr noch dieses alte C64 Amiga 500 Indiana Jones Spiel? Temple of Doom? Ja. Da wurde das permanent runtergedudelt. Dieses da 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 da. Aber fandet ihr das nicht auch ganz schlimm, wie der Junge so halb verhungert da ankommt? Ja. So vor allem, wenn seine Mutter gleich ankommt. Und aus, ey, guck mal, der hat hinten Peitschenhiebe auf. Das habe ich früher auch nie gesehen. Und damit ist auch schon wieder so eine weitere Messlatte gesetzt, ne? Weißt du, so ausgepeitschte Kinder, ja, Kinderarbeit, ja, so ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist, Kind stirbt. Ja. Stirbt das noch, ja? Ich bin mir da noch nicht sicher. Aber der wichtige emotionale ganz genau Punch und Hinweis für Indy, auf jeden Fall aktiv zu werden. Und es ist auch total wichtig, nach dem ganzen in Anführungsstrichen Action-Quatsch, der davor passiert ist, jetzt einmal zu sagen, alle mal auf den Boden. Ja. Jetzt geht es um was wirklich, wirklich Ernsthaftes. So. Ja. Es ist wichtig, dass wir jetzt mal aktiv werden, wie du gerade gesagt hast. Aber wo hat er das eigentlich her? Das verstehe ich. Das hat der Junge irgendwie. Aber hat der Junge das gezeichnet? Das weiß ich nicht, aber der Junge hat es in der Hand gehabt. Ja, ich habe mich nur immer gefragt, wer das gezeichnet hat. Aber trotzdem ist auch hier wieder der Archäologe in ihm, ne? Geiles Bild, ey. Das aber auch hier aufgefallen. Krasses Dings, ne? Ja, 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 du siehst ja die Kiekante unten, ne? Also, Entschuldigung, trotzdem ist was? Trotzdem lässt er den Archäologen in sich auch weiterhin sprechen. Also er sagt ja, die Steine sind auf jeden Fall interessant. Er vermutet ja trotzdem irgendeine archäologische. Ohne das ging es nicht. Nee. Dann wäre es ja nur so eine. Dann ist er einfach. Dann hätte es ja sonst wer machen können. Habe ich nie verstanden. Was sollte der Meteorit da? Oder die Sternschnuppe? Ja. Muss Indiana Jones 4 gucken. Oder wünscht dir was, dass alles gut wird. Indy ist da. Was mich wundert, ist, wenn die schon animierte Teile auf der Matte benutzen, warum dann nicht noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen Lichtflackern rein? Das war tierisch aufwendig zu dem Zeitpunkt. Ja. Das ist alles physisch gewesen. Aber man hätte halt noch ein bisschen mehr machen können, dann würde es noch krasser aussehen. Sagen wir mal so, mir ist das nie aufgefallen früher, dass es Map-Painting war oder so. Klar, ich wusste damals auch nicht, was bei VHS ist es auch sowieso. Das sowieso, ja. Ja, als Kind wusste ich auch nicht, was Map-Painting ist oder so. Da ich ja gut, das wusste ich mit Rückkehr der Jedi-Ritter, weil da hatte ich so ein geiles Sonderheft. Cinema-Sonderheft. Ja. Also ich weiß nicht, ob es Cinema war, aber ich hatte so ein geiles Sonderheft, da haben die das alles erklärt. Ey. Das ist wirklich, fand ich damals faszinierend. Wo man die erstes Mal Bilder gesehen hat, wo die Modelle so mit Drähten steuern und so. Man konnte es nicht glauben, man dachte, das ist echt. Ich bin schon mal auf einem Elefanten geritten übrigens. Das stelle ich mir tierisch ungemütlich vor. Es ist echt krass und vor allen Dingen die Dinger, die wackeln, weil mit ihrem Arsch. Und du sitzt ja nicht ruhig drauf, sondern wirklich. Und du hältst dich an den schuppigen, fetten Haaren fest. Und irgendwann hat er so gewackelt und ich hatte Angst, dass ich runterfalle und der auf mich tritt und hatte richtig Schiss. Und dann bin ich hinten so runtergerutscht. Ne? Ja. Der Dompteur hat ihn dann so auf den Arsch und dann rutschst du quasi mit deinem Gesicht so über den Elefantenarsch und die Elefantenmuhe nach unten. Oh, lecker. Ja, wollte ich nur mal sagen. Und das also, hast du auch gedacht. Ich rutsche jetzt. Das ist auch Video festhalten. War eine Matz für Late Nights. Könnt ihr euch angucken, ey. Das ist sehr unangenehm. Ich bin mal auf ein Kamel geritten und das fand ich auch sehr unangenehm. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das tut den Eiern weh. Ja, ich fand es eigentlich wieder unangenehm für das Vieh. Ach so. Gute Punchline. Das war echt unangenehm auf dem Kamel. Also fürs Kamel. Ja, nee, weil das war wirklich echt. Boah. Ich hab das mal in Israel gehört. Ja, ich hab das in Ägypten habe ich das gemacht und ich hab's echt bereut danach. Hab mich schlecht gefühlt.
Das ist so geil, weil dann stellen die, die Kamele stellen die dann ins Sonnenlicht oder in den Sonnenuntergang. Und dass die so mit ihren Köpfen so eine Herzformel geben. Mhm. Und dann können sich die Touris halt zwischen diesen beiden Köpfen hinsetzen und können sich dann fotografieren lassen. Okay, das ist echt ein bisschen. Und dann kriegen die Geld dafür. Und ich habe das gesehen, das habe ich nicht gemacht, ich bin nur auf den Ding geritten. Aber dann habe ich halt gesehen, wie die da aufgestellt worden sind und die werden halt auch echt richtig scheiße behandelt. Mhm. Und dann sitzen da so ein Pärchen, ja, und denken sich halt, oh, wir haben hier gerade die romantischste Urlaubserfahrung aller Zeiten. Naja, dann strullt das Vieh halt erstmal konkret ab. Und ich dachte mir nur so, ja super, genau das will ich auch auf meinem Urlaubsfoto haben. Hm. Ich sehe immer Booty irgendwie, ich kann es nicht. Tut mir leid, aber ich kann es nicht ausschalten. Oh, Nippelalarm. Kannst du nicht. Ja, ja. Aber es stimmt, ich habe sie auch als nervig empfunden, aber weniger die Person, weil ich finde sie immer noch irgendwie süß und irgendwie auch sexy. Mich hat es immer genervt, dass der Plot so ausgebremst wird, weißt du? Dann kommt wieder sowas und dann fällt sie ins Wasser und man merkt so, okay, jetzt reden sie darüber, dass sie halt irgendwie nass ist oder so. Man will eigentlich, dass die Geschichte weitergeht. Ich meine, es ist auch eine undankbare Rolle, du sollst ja, auf den Sack gehen und so. Und das musst du dann, aber dann muss man ja auch ihr wieder, sag ich mal, Respekt zollen, weil sie geht einem ja auf den Sack. Ja. Also, und du sagst nicht so, oh, die macht das voll schlecht, sondern du sagst halt, oh, ist die nervig. Ja, ja, das Geiler sind. Hat sie ihren Job erfüllt. So. Ja. Aber jetzt auch das. Ja, das ist total überflüssig, ne? Diese ganze Schreierei ist mal einfach anstrengend. Und ich bin kleiner Junge und will eigentlich mehr von Shorty sehen. Genau. Und ich bin kleiner Junge und will eigentlich mehr von Shorty. Wobei das ganz lustig ist, weil wieso hat sie das Ding plötzlich in der Hand? Wieso merkt sie nicht, dass sie eine Riesenfrau ausnimmt? Das ist halt der Spielberg. Das typische Spielberg-Problem, ey, wo echt so viel Unlogischigkeiten drin sind. Das fand ich auch so cool, dass er so ihn so anmachen darf. Ja, ne? Das ist so super. Ja, ja. Das ist einfach so eine Ehrlichkeit. Und wie es, Harrison Ford jetzt lacht, wenn er ihn. Nee, Quatsch, andersrum. Der Kleine lacht ja, wenn er ihm jetzt in der Hand da. Ja. Im Ärmel, genau. Das fand ich auch immer cool. Ja. Es ist eine Eule! Was gibt's denn da zu schreien? Und wie er gar nicht von seinem Punkt abgeht. Es ist einfach geil, wie ernst er ihn nimmt. Das ist das, glaube ich, was so dahinter steckt, dass die beiden auf Augenhöhe sind. Ja, Das findet man so, so ein kleiner Junge ist auf Augenhöhe mit dem coolsten Typen, den du kennst. Ich weiß auch nicht, ob man das heute noch, also in unserem Alter, auch noch cool fände oder ob das auch so gewollt rüberkäme. Naja, aber, also ich meine, heutzutage, also wir waren damals ja auf Seite von Shorty. Also wir wollten ja Shorty sein, dementsprechend sage ich jetzt mal. Also, ja. Abgesehen davon, dass man Indie sein will. Unbewusst, ja. Ich glaube, dass das eher so unbewusst ist. Ja. Ich meine, natürlich willst du immer Indie sein, so. Das verstehe ich ja auch. Willst du immer Indie sein? Ja. Okay. Manchmal wird es auch Photoshop. Aber trotzdem ist es ja wirklich er hier, der ja uns quasi noch mehr in die Geschichte rein fantasieren könnte. Ich sag mal so, er vertritt einen in dem Moment. Ja. Ne? Also du bist in dem Moment mit Indy, dem coolsten Typen am Feuer, und so wie Indy ihn behandelt, behandelt Indy dich. Ja. Mhm. Und deshalb findest du es so cool, dass er dich so ernst nimmt, dass du sein Kumpel bist. Nicht nur das, weil, nicht weil du ein Kind bist, sondern weil er dich respektiert. Deshalb lässt er dich das Auto fahren, deshalb vertraut er dir. Mhm. Und es wirkt ja auch so, wie die miteinander reden, als ob die schon unfassbar viel miteinander erlebt hätten. Ja, ja. Obwohl er kennt die Maroden, ja genau. Und das ist halt so, eigentlich ist es wie sein Sohn oder der Vater, den man... Ich habe mir immer vorgestellt, dass es so ein Street-Kid war. Aber das sagt er ja auch, glaube ich, ne? Der hat ihm versucht, die Brieftasche oder irgendwas zu klauen. Echt? Und seitdem hat er ihn mitgenommen. Ich glaube, das sagt er jetzt gleich sogar Willi. Habe ich gar nicht in Erinnerung, das ist interessant. Aber woher kennt man ihn noch? Kate Capshaw. Ja. Danach hat er auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Brauchte sie auch nicht mehr bei dem Ehemann. Ja. Die war, glaube ich, noch, wenn ich mich recht erinnere, in Black Rain zu sehen. Das kann sein, ja. Mhm. Michael Douglas. Da war sie die Frau, die mir darauf hingewiesen hat, dass er ein geiler Jean ist. Black Rain ist auch übrigens ein super Film, den sollten wir mal als Hausaufgabe aufnehmen. Finde ich auch ganz gut, ja. Habe ich ewig nicht gesehen. Ist auch schön 80er. 87? Der Film? Ja. Achso, Black Rain, ich glaube, 87, ja. 86? Nee, oder 86?
Wir haben ein bisschen übertrieben mit den Farbfiltern, aber... Ja, aber trotzdem, aber übertrieben halt 80er. Ja, klar. Der ja. war doch so stylisch und oh, die Atmo war echt super. Am vor Ende allem auf dem Reisfeld. So, so cool. Badass gesehen. Ja. Also zumindest zu dem Zeitpunkt war das Michael Douglas, what? Ja. Und es kam cool. Es war nicht Typecast auf jeden Fall. Guck mal, das wackelt, das, das Matte Painting. Sag mal, gibt es davon eine andere Schnittversion? Sieht man eigentlich mal dieses Blut auf diesem Altar, wo sie jetzt ankommen? Diese Opfergeschichte da? Sieht man das irgendwie mal richtig? Ich habe immer das Gefühl, es wird nie richtig gezeigt. Guck mal, wie geil, der Elefant hebt seinen linken Fuß und... In, wie, ja, ist ja auch Indie. Ja, das ist einfach nice, wie der da absteigt. Das müssen die auch 300 Mal gesagt haben, dass das so aussieht, als ob er sein ganzes Leben lang nur Elefanten geritten ist. Hommage an Teil 1. Ja. Was soll ich da jetzt sehen? Kali. Nee, aber das geht doch darum, dass da Leute geopfert wurden oder nicht. Da liegt doch... Deswegen sagt er doch auch, ihr dürft nichts mehr raufkommen. Sollen das irgendwie... Ach, das ist ein Finger! Und ein Ohr! Ja. Ach, jetzt schnall ich das. Das habe ich nie gerafft, was da noch mehr, oder? Um den Hals. Da sind noch mehr. Ja, das sind die ganzen Finger. Ein Hoch auf die Blu-ray. Ist mir echt auch noch nie aufgefallen. Da, das sind Fingernägel. Krass. Ich habe mich immer gefragt. Das sind ganze Finger. Ja, ich dachte immer, das wäre so ein Gerippe oder so, weißt du? Aber, okay. Habt ihr Mosquito Coast gesehen? Ja. Ja. Mein Vater damals ausgeliehen, weil er dachte, das ist sowas wie Indiana Jones. Ja, ich dachte das tatsächlich auch damals. Und ist halt nicht, aber trotzdem eigentlich ein ganz cooler Film, finde ich. Da hat er eine Brille auf, ne? Ja. Guck mal, da siehst du aber vieles Blut auf den Dingen. Da spielt er den Vater von River Phoenix. Ja. Ja, und er will irgendwie in Afrika... Quasi in amerikanische Fitzcarraldo. Ja, genau. Wie heißt dieser andere Film mit Diamanten vor Wald? Der Smaragdwald. Smaragdwald, wo die... Wo er seinen Sohn im Dschungel sucht, der da irgendwo auf die Stadt gegangen genau. ist. Genau. Eine tolle Szene, wo die beiden sich an dem Wasserfall da treffen, wo er aus dem Wasser rauskommt. Ja, genau, Alter. Und er ist dann so ein Aborigine. Ja. Das ist auch ein krasser Film. Aber die Vögel sind auch nicht echt. Die Vögel sind gezeichnet. Ja, gut, aber dahinter auch, ne? Ja, ist mir aber auch nie aufgefallen. Ich meine, klar, hinten ist alles Matte Painting, aber dass da die Vögel noch drüber gesetzt Vögel, wurden. Vögel, das sind Riesenfledermäuse. Ja, klar. Das Fledermausland. Wir können den nicht halten. Ey, im Fernsehen, die Version ist ja wirklich echt... Aber warte mal, die haben so einen scheiß Job, diese Wachen. Aber überleg mal, wie oft kommen da Leute rein? Ja, guck dir, das ist am Arsch der Welt. Ja, naja, aber die haben jetzt wahrscheinlich auch gehört, ey, da kommen Leute. Ja, okay, aber trotzdem. Der steht den ganzen Tag sein Leben da. Müsste schon wahr. Den fand ich auch immer cool. Doch noch ein bisschen lauter machen. Lauter? Ja. Bandi, geil. Jetzt sieht man auch mal, wie die ganzen Namen stehen werden. Chatalal. Danke. Der Stuntman aus hier, dieser eine Typ. Auch schon aus dem ersten Teil. Ach, der am Flieger mit dem. Du meinst der Nazi? Das ist der gleiche, der nachher auf der Lore endet. Genau. Beziehungsweise spielt der ja mehrere Rollen. In dem Film sogar. Und Ford war ja irgendwie. Guck mal, da ist auch links wieder alles gemalt, ne? Das ist echt. Ford war ja auch zu Beginn der Dreharbeit noch gar nicht da, ne? Also der musste ja irgendwie, hat ja einiges gedreht, nur mit dem Stunt-Double. Aber der Stunt-Double sieht ja auch 1:1 aus wie Harrison Ford, also auf 3 Meter. Das ist echt Glück gehabt. Blumbird, aha. Dr. Jones, I assume. Das ist doch auch so eine Anspielung auf diesen einen Dschungelforscher, der dann einen in den Dschungel getroffen hat und dann hat er gesagt, ah ja, hier, nehme ich an. Weil es eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand anderes noch da ist. Achso, ja. Dr. Livingston oder so, glaube ich. Das heißt, zu der Zeit waren die Engländer noch Besatzer, logischerweise, ne? Jo. Ja. Ich finde die schon ganz süß irgendwie.
Das ist bei mir im Hängen geblieben. Wie redet man eigentlich die Frau des Maharajas an? Hm. Ja. Maharajine, so. Oder was? Maharaj. Ich glaube, die redet man gar nicht an, weil die wahrscheinlich gar nichts zu melden hat. Wahrscheinlich, ne? Also das ist eine Vermutung, aber... Oh, das sieht ja so toll aus, das Set, ey. Wenn man das mal so ganz in Breite in HD sieht. Bangkok. Da hätten wir schon die nächste kleine Überraschung. Guck hier, Ginos Vorfahre. Kannte man den nicht auch irgendwo her, den Darsteller? Also ich nicht. Ist das der aus Auf der Suche nach dem goldenen Kind? Nee, Quatsch, das ist ja so ein... Warte mal, das ist ja so ein kleines Baby. Kleine Asiade. Ja. Warte mal, aber woher kennt man den? Ach so. Jetzt winkt es so geil. Ja. Heute wäre das ein Milf-Gag. Und er noch. Ich bin so reich. Ja. Nichts interessiert mich. Das ist interessant. Eigentlich sprechen die nur zu ihm, ne? Aber man hat trotzdem das Gefühl, als hätten sie so eine gesamte... Also das war immer mal früher mein Eindruck. Er spricht ja nur mit dem Lal, aber eigentlich dachte ich immer so, er spricht dann gleich zu mehreren Leuten oder mehrere Leute beteiligen sich an dem Gespräch. Ja, ich habe auch gerade über die Auflösung nachgedacht. Also gerade, was die Kamera jetzt macht und wer da mit wem redet. Naja, und hier sind wir bei dem... Kultmoment, ja. Ja, bei dem wahrscheinlich kultigsten Dinner aller Zeiten, so, ja, oder? Weil das natürlich auch viele Leute als ein bisschen rassistisch empfinden, aber ich finde, das ist alles Fantasy-Quatsch, also da kann man sich jetzt echt nicht drüber aufregen. Ja, vor allem war es einfach, dass du da zu sagen, wie ekelhaft. Ja. Der Tuk-Kult. Jawohl. Da habe ich immer gedacht, das kann doch nicht gesund sein, wenn die lebendig in den eigenen Magen da irgendwie gerutscht werden. Andere Länder, andere Sitten, sag ich jetzt mal. Gleich mit den Affen ist es cool, weil da müsst ihr mal auf die Kamerabewegung achten. Das ist so großartig. Es geht echt so, da schwenken sie so zwischen den ganzen Plätzen hin und her und überall wird genau zum richtigen Zeitpunkt werden die Köpfe hingestellt. Das habe ich damals schon total beeindruckt, muss ich sagen, von der Choreografie her. Ach, jetzt kommt ja erst die Suppe, ne? Jetzt kommen erstmal die Käfer, oder? Ah ja, die Käfer, ja. Die Geräusche, als ob die Viecher solche Geräusche machen würden. Hm. Fandet ihr das eklig? Ich fand das da immer aus also wie Schokolade. Beim ersten Mal muss ich schon sagen, fand ich das alles eklig. Ja. Da war das für mich, also da war ich, das war kleine Jungen Ekel so. Und, und natürlich stand man am nächsten Tag in der Schule und hat haarklein erzählt, was man gesehen hat. Das ist schon eklig. Das ist für mich jetzt ekliger als früher, glaube ich. Weiß auch nicht warum. Komisch, ich sehe da immer nur Schokolade. So eine Hülle. Aber mit Schokolade. Er holt doch was. Was das soll, das ist eine Schokolade sein. Karamell oder? Ich meine, wie sie es gemacht haben. Ja. Also ich sehe da nicht. Ich dachte, wir reden über Märchen. Volksglauben, interessant. Die Suppe? Aber eigentlich ist er doch da, weil der Junge gestorben ist und ihm diesen Zettel gegeben hat. Ja. Oder nicht? Naja, die Dorfbewohner haben ja gesagt, dass das Böse ist in den Palast Pankow zurückgekehrt, ne? Habe ich das richtig genau. Erinnert? Und das heißt, er ist so ein bisschen detektivisch jetzt gerade unterwegs. Deswegen stellt er auch diese Fragen. Hm. Ne? Geiles Outfit, was er da auch hat. Geile Sacko mit dem etwas schiefen, komischen, schmutzigen Flieger und so. Das fand ich damals schon ein bisschen plump, den Schwanzgag jetzt, muss ich sagen. Fandet ihr das gut? Ich fand es lustig. Ja? Also ist schon, sag ich mal, dezent. Ja, ich finde das okay.
Aber Tuck ist ja auch der Thug ja, im Prinzip. Ne? Fuck, genau. Heißen die im Englischen dann auch Fuck Cow? Das habe ich mir auch schon wieder gefragt, ja. Der ist so widerlich, der Junge. Auf vor allem ist der so unfassbar bösartig nachher auch. Ja, ja, ne? Eben. So wie wahnsinnig der da ist. Wie Joffrey. Mhm. Auch wie er jetzt guckt, den Blick fand ich auch immer cool. Ey. Sie verstehen sich. Aber das war auch wieder so eine Sache, die cool war, dass die Kinder so eine Macht haben in dem Film. Ja. Ja. Er ist ja auch selbst, ob er böse ist, so, er sagt, er befiehlt. Jetzt die Kamera, ey. Jetzt die Kamera. Zack, 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 zack. Richtig geil. Chilled Monkey Brain, sagt er, glaube ich. Ja? Ja. Aber ein Spruch für die Unendlichkeit. Ja. Affenherren auf Eis. Und das ist jetzt so ein richtig schönes Screwball-Comedy-Moment. Ja, das hat mir sehr gefallen. Ich mag es immer noch. Ja. Du meinst mit dem, sie kommt nicht? Er kommt nicht. Ja, genau. Spätestens fünf Minuten schlafe ich schon. Ja. Ich finde das aber so süß, wie die flirten. Das ist exakt die gleiche Rolle, die auch die Han Solo und Leia im Prinzip haben. Sie ist scharf auf ihn, aber sie macht ihm so das Leben schwer und er sagt, er bemüht sich, aber ist dann irgendwann auch pisst. Es kann auch kippen. Ja, weiß, sie kommt eh. Ne? Ja. So. Ich spiele ein bisschen mit, aber nicht die ganze Zeit. Immer jetzt nicht auf den Sack. So, da war schon die erste Anspielung, ne? Könnten mein Palastklave werden. Das ist ja schon ein Flirt. Einfach mal, das muss man eigentlich mal als Anwalt rausbringen. Gehst so Mädel, die irgendwo rangert. Ja. Sie tragen den Schmuck auch im Bett, Prinzessin. Pausenlos. Pause. Jahrelange Feldarbeit, okay. Da, 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 toll, schon geile Macho-Sprüche. Ja, aber es ist trotzdem charmant irgendwie, deswegen. Aber jetzt versaut er es ja auch. Guck mal, sie lässt sich gerade total gehen und er muss doch noch einen Spruch reinrücken. Ja. Mich hat immer gestört, dass man da reingucken kann. Ja. Durch die Tür. Jetzt macht er, macht die Tür auch mal hey. Das ist so Quatsch. Damit er wieder zu sehen ist. In der Kamera. Also ich finde das schon sehr sexy. Ja, also Situation zu wissen, da ist sie und wartet und man muss nur irgendwie über seinen Schatten springen. Ja, aber auch dieses typische, ja, come and get me und Balzverhalten. Ja, und, klar. Und da in der Szene, wenn er jetzt gleich Willi nachmacht, ist mir zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, dass Indiana Jones und J.R. Ewing dieselbe Synchronstimme haben. Echt? Da heißt? Ja. Ey, aber es ist auch lustig, wie sie gerade geswitcht haben zwischen halt, du und sie. Ja. Und das geht ja im Englischen. Ja, genau. Das ist die alte Frage. Wann entscheidet ein Übersetzer, wann sie da... Ich meine, als ich das erste Mal gesehen habe, da war jetzt Dallas noch nicht so... Ich fand ehrlich gesagt Dallas nur deswegen toll, weil er halt die gleiche Stimme hatte. Ja. Ich fand, der Synchronsprecher macht das eigentlich schon ganz gut, dass er die beiden doch unterscheidbar macht, sag ich mal. Stimmt schon. Auch super, die Beine bewegen sich, er macht das gleich mit den Armen. Und ich muss gestehen, dass wenn der Fuck gleich im Raum steht, dass er wirklich nicht auffällt, weil diese Wandmalereien haben mir ja so verinnerlicht. Ups.
Da steht er schon. Alter, da steht der Typ schon. Krass. Hab ich nie gesehen. Was? Ja, der stand da schon. Da steht er. Ich sehe. Links, ganz links. Da hinten links. Tatsächlich, Alter, wie geil ist das denn? Geile Mucke jetzt. Das wird immer im Fernsehen geschnitten, wenn er hochgezogen wird zum Ventilator. Das wollte ich ja vorhin schon eingehen. Ne? Im Fernsehen kannst du dir den zweiten Teil ja nicht angucken. Wirklich. Selbst wenn die den um 20.15 Uhr, also die bringen den ja immer um 20.15 Uhr, was halt Quatsch ist, weil er vor 10 immer in der 5 Minuten geschnittenen Fassung läuft. Aber dann zeigen die den ja teilweise echt noch am Tag danach um 3:45 oder so. Und das kannst du komplett vergessen. Da ist ja nichts mehr enthalten. Ja. Wie kann man sowas machen? Geil mit dem Schatten. Ja. Aber dass Shorty das alles nicht gehört hat, fand ich auch immer ein bisschen komisch. Luft holen und bam. Aber es kommt noch rechtzeitig. Ja, klar. Weil ich meine, er hat ihm so eine Vase an den Kopf geknallt und das war gedonkt. Also, tut mir leid, aber mein Sohn schreit teilweise in der Nacht und ich höre es auch nicht. Also. Oh, wie geil diese Peitsche klingt, ne? Geile Szene. Ja, tatsächlich? Hörst du nicht? Ja, ich schaff das auch, dass das mal nicht. Super. Einfach gut. Da fragt man sich halt schon, was die Inder für krasse Ventilatoren haben. Ja. Jetzt die Indie! Seid ihr das? Ich bin hier. Das ist so geile Kamera- und Inszenierungsarbeit, ey. Dass immer so Platz gemacht wird. Warum hat der Spielberg irgendwann mal aufgegeben? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist eine Frage des Kameramanns, ne? Muss man auch aber das Timing ist, passt alles schon zusammen, ne? Also ich meine, das Editing. Guck mal, sie gehen immer, es ist so gut einstudiert. Guck mal, immer wird Platz gemacht fürs Gesicht. Aber stimmt, dieses Verspielte in der Inszenierung und mit gerade im Hinblick, wo positioniert die Darsteller und wie bewegt sich die Kamera, das ist nicht mehr so wie damals. Hey, ich bin auch noch da. Das könnte auch aus nackter Kanone sein. Hat mich immer gedacht. So, jetzt kommt Next Step Movie. Ne? Also, Aber das war auch so geil, wie er so hoch guckt, links guckt, rechts guckt. Alles klar, hier muss es sein. So, ne? Naja, er war der Luftsucher ja auch vor dem Blumen. Ja, gut, aber also, er wusste genau, was er jetzt macht. Ich glaube, wie schwer das war, das zu leuchten. Ne? Es ist alles hell. Eigentlich alles soll, ja, aber hier, da, drin jetzt in dem Raum. Eigentlich soll das ja von seinem kleinen Streichholz stammen. Guck mal, es brennt immer. Ich musste immer hingucken, wie er das Streichholz hält. Ja, ich auch. Weil jeder kennt es, wenn es dann anfängt weh zu tun. Ja, jetzt sind wir, wie du gesagt hast, ne? Jetzt kommt der nächste Filmblock eigentlich. Und jetzt mal hier, ne? Was ich vorhin auch schon mal anfangen wollte. Der zweite Teil ist es ja eigentlich erst, der es wirklich zementiert. Der sagt, hier, pass auf, hier ist ein Professor, der trägt Hut, Lederjacke, Umhängetasche und Peitsche. Mhm. So, und das sind diese ganzen, wie sagt man, Insignien einer Figur, weißt du? Also der zweite Teil ist ja wirklich, der das halt dann wirklich zur Serie macht, der die Figur komplett definiert so, ja. Und deswegen, das habe ich als ich kleiner Junge war, habe ich das nie so gesehen, aber viel später ist mir das dann halt bewusst geworden, dass der zweite eigentlich der wesentlich wichtigere Film ist, weil der hat die Figur eigentlich erst richtig in der Popkultur verankert. Er bestätigt halt das, was die Vermutung, die du vom ersten Teil bekommst, ja. Und ich meine, ich wusste es nicht, wie gesagt, so gesehen muss ich sagen, es ist eines der besten Prequels, die es gibt. Ja, ja. Absolut. Aber wieso denn Prequels? Nee, weil es ja vorzeitlich vor dem ersten spielt. Echt? Ja. Hatten wir doch zu Anfang gesagt. Habt ihr gesagt, habe ich nicht gehört. Ja, das spielt zeitlich vor dem ersten? Ja, der spielt 36, oder? 35. Ach, das ist mir nie bewusst gewesen. Siehst du? Mir auch nicht. Erst als Andi gesagt hat, lass uns den mal wieder gucken. Und dann lief der ja im Savoy zusammen mit den anderen beiden. Ja, Käferchen. Schlangen, Käfer, Ratten. Irgendein Getier muss immer dabei sein. Alter, aber auch was für
Das fand ich so furchtbar. Spielberg hat immer nur gesagt, das reicht immer noch nicht mehr. Und die kamen dann mit Eimern. 2000 oder so. Hab ich gelesen. In der einen Szene. 2000 Viecher. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, weil diese Höhle so cool aussieht. Und ich guck mal, wie oft das irgendwo noch irgendwo verwendet wurde. Spitzen, die irgendwo rauskommen und was weiß ich. Vor allem gibt es ja jetzt gleich diesen geilen Shot, wenn er durch das Loch guckt und Willi dazu auffordert, irgendwas zu machen. Ja, den hatten sie früher im Trailer drin. Da erkennst du nicht, dass es Harrison Ford ist. Ja? Doch, du kannst es, du musst reinfassen. Fass da rein. Ja, ist ja Star, ist original im Prinzip eine Spiegelung von Star Wars, ne? In der Müllpresse. Müllpresse. Ist das Äquivalent. Wobei ich das nie verstanden habe, dass die nächste Falle quasi das Ding an der Wand ist. Ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Aber das Schöne an der Szene ist auch, im Vergleich zu fast allen anderen Sequenzen, zum Beispiel im vierten Teil, dass du eigentlich weißt, es kann gar nicht gefährlich werden für Indiana Jones, weil er ist immer cool und souverän. Das ist einer der wenigen Momente, wirklich, wo er eine Falle tappt und panisch überlegt, wie sie da rauskommen müssen. Wo man richtig mitfiebert, ja, oder? Sie sind auf die Hilfe von ihr angewiesen. Ja. Also er kann sich jetzt nicht mehr selbst aus der ganzen Geschichte irgendwie befreien. Boah, das ist so gut, ey. Ich meine, natürlich zieht Spielberg das ewig in die Länge, ne? Also, ja, ist wieder totaler Quatsch alles. Guck mal, das Ding ist ja auch in der Mitte spitz, also bräuchten sie hier nur einen Rand stellen. Und wie lange sie sich Zeit lässt. Ja. Oh, du dumme, blöde Frau, Blonde. Das wird gleich auch noch so schön schnell. Oh Gott, was ist denn das? Ja. Ich fand seinen Spruch immer gut. Das klingt wie Popcorn. Guck mal, wie weit das Ding schon unten ist an der Stelle. Das meine ich mit diesen typischen Superfilien. Das ist nachher auf der Brücke noch schlimmer eigentlich, aber... Das einzige Eklige daran finde ich gleich, wie der Wurm ihr hinten in den Nacken, Haare, durch die Haare in den Nacken kriecht. Das fand ich immer ganz schlimm. Aber ich glaube, das ist ja, bei einer gewissen Einstellung ist es ja nicht sie, ne? Das ist eine Puppe. Das ist eine Puppe, ja. Sie hatte total Probleme damit zu schreien und Spielberg hat immer nur gesagt, pass auf, ist ganz easy. Soll ich dir zeigen, wie du schreien sollst? Du stellst dich hin, machst den Mund auf und sagst, wir machen den Schrei später. Mach einfach. Da ist nichts, du zwei Löcher. Wieso sagt er eigentlich, greif in das rechte Loch? Das habe ich so nicht verstanden. Weil er weiß, er hat die Falle doch durchschaut. Achso, okay. Was ist das eigentlich für miese Riesenviecher da? Oh. Tada. Das Loch. Das andere rechte. Tolle Farben, ey. Das habe ich so noch nie gesehen. Hier jetzt. Doch, du kannst es. Jetzt sieht man gleich das durchs Loch. Ja, das ist echt eklig. Oh, das sieht nach denen auch ein bisschen ekliger aus. Du weißt sofort! Mit der Faust, das ist so gut. Oh, und dieser Schleim, durch den sie dann durchbricht gleich, ne? Ach Gott, ist das widerlich. Hier. Sterbe, wenn du was tust. Wie er danach auch guckt. Ja. Wie lange die Decke runterkommt. Ja, das ist, das ist so schlimm. Ja, aber es ist eine Puppe, ja. Das ist auch geil, sein Blick. Ja, das ist auch geil, wie es schon den Hut runterquetscht. Das hat mich immer ein bisschen geärgert, dass bei manchen Löchern, die so groß waren, dass die Schädel damit durchgepasst haben. Habe ich auch. Und ich habe dann irgendwann gedacht, naja, die haben sie da reingesteckt. Die gehörten zur Anlage dazu. Ja, weiß nicht. Ich glaube, die sollten schon symbolisieren, dass da Leute... Super. Und das ist auch so Quatsch, ey. Hier, jetzt ist die Tür zu. Ja, jetzt wird die Tür eigentlich echt zu. Jetzt ist die Tür zu. Aber wieder mal der große Moment, der Hut. Wumm, er muss einfach immer mit. Großartig. So, die nächste Szene, das nächste Bild, das hier, kommt eigentlich aus einem anderen Filmkonzept. Wisst ihr aus welchem? Reise zum Lava-Höhle. Punkt der Erde. Nein, das sollte eigentlich die Höhle vom Imperator bei Rückkehr der Jedi da sein. Echt? Ja, da kam das her. Gibt's auch interessante Ralph McQuarrie Artworks, das sieht genau 1:1 genauso aus.
Jetzt atme mal die riesige Größe dieses Sets. Ja, das Set ist echt Mann, ey. Ich meine, das ist ja eine Lagerhalle, komplett ausgebaut. Oh, und da habe ich mich damals bei Young Sherlock Holmes so gefreut, als sie dann auch sowas... Den wollte ich auch nochmal vorschlagen, übrigens. Ja, hätte ich auch nochmal Bock drauf. Ich mag den wirklich. Ich mag den auch, Alter. Der ist zwar bestimmt nicht gut gealtert, glaube ich nicht wirklich, aber trotzdem, der hat das Flair. Ja, der hat ja Stop-Motion, ne? Ja, aber er hat auf jeden Fall das gleiche Flair so. Er hat die gleiche, weiß nicht, die Atmosphäre, das fühlt sich alles gleich. Und den ersten CGI-Charakter. Ist der auch von Steven Spielberg? Nee, produziert noch. Produziert. Aber der erste CGI-Charakter hat den Ritter aus dem Glas. Der Ritter aus dem Glas? Ja. Das ist ein geiler Spruch jetzt von ihm. Das hat seit 100 Jahren niemand mehr gesehen. Aber es ist schon echt ultra brutal. Und noch nicht mal das Ding mit dem Herzen, sondern wie sie ihn da langsam in die Flammen runterlassen. Und er anfängt zu brennen und zu schreien und so. Das ist, wow. Das fand ich schon richtig, richtig hart für. Vor allem, er ist ja noch nicht mal, das ist ja noch mal fieser. Du kannst da einen toughen Typen nehmen, weißt du? Aber nein, die nehmen so einen Spargeltarzan, der total Angst hat und total schwach und weich aussieht. Das ist genauso wie, als wenn du einen Horrorfilm mit Kindern machst. Ne? Dann der sieht auch so auch böse aus. Ja, Kalima, Quatsch. Wie heißt der noch? Molaram. Molaram, Shosolaram. Der war schon ein Superstar damals in Indien. Ne? Ich muss bei dem immer an Roman Polanski denken. Der sieht für mich aus wie so ein Polanski zu der Zeit. Geil. Das kannst du, guck mal, das Bild jetzt, das kannst du 1:1, wenn das heute im Kino laufen würde, würde niemand vermuten, dass es irgendwie von 1986 ist oder 85. Mhm. Stimmt. Ist das eigentlich so ein Schrumpfkopf da auf dem Helm? Ja. Mhm. Das war auch so ein Running Gag früher in Lübeck. Ja. Leute, wir waren die Party aller. Kalima schafft die Idee. Aber das ist schon so eine fiese Sprache irgendwie, oder? Die wirkt schon so Voodoo-mäßig. Die so, ja, das ist ja auch so ein bisschen. Ich meine, letzten Endes ist es so irgendwie Oldschool Voodoo. Stimmt schon. So, und hier kam der Moment. Also gut, es dauert jetzt. Wird geschnitten und dann wird er schon. Was? Das war so krass, ey. Das ist eigentlich richtig Splatter. Ja. Hat aber eben das Herz in der Hand. Und verschließen ist auch eklig. Erinnere mich an dann, ich hab ja neulich nochmal Poltergeist gesehen. Das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie der Typ sich das Gesicht abreißt. Das habe ich noch nie gesehen. Was? Wieso das denn? Weil ich scheinbar immer nur eine Version gesehen habe, die gekürzt war. Das sieht ja richtig hart aus, ey. Da reißt sich ja komplett alles ab. Das ist gut. Dieser Moment, dass sie so pumpend atmet, das bringt einen auch nochmal irgendwie noch mehr rein. Das ist so fies, ey. Auch ein typisches Star Wars Geräusch, gerade dieses Psst. Vor allem, was soll das sein, da unten im Lavastrudel? Ja. Boah, das ist auch so fies, wie der Typ grinst. Das ist original Mad Max fast schon so. Also jetzt so der neue, finde ich, von der Inszenierung. Da fehlen nur noch Kannibalen. Und jetzt kommt diese Härte nochmal, ne, oder? Boah. Das ist eine Puppe. Das ist eine Puppe, habe ich auch gerade das erste Mal gesehen. Aber sieht trotzdem fies aus. Ja, sieht echt fies aus. Boah, ist das hart. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich mir Verbrennen einfach immer schon ganz furchtbar vorgestellt habe. Jetzt brennt auch noch sein Herz. Ja. Das ist schon sehr gruselig, wenn du das als Kind guckst, alles. Also das ist schon sehr heftig, alles. Ich muss auch sagen, ich habe da eine Zeit lang echt immer gewartet, bis dann der Part kam, wo er... Mit den Loren. Ja, mit den Loren, also beziehungsweise wo es halt so ein bisschen wieder mehr ins Abenteuer geht. Also ja, den Part ist auch, das ist auch der Part, den ich bis heute am wenigsten mag irgendwie. Ich meine, der ist inszenatorisch, ist ja ganz cool, aber so rein... der ist mir zu negativ cool. Irgendwie zu. Ja, das wird ja noch negativer. Ich meine, Indy wird ja gleich böse, ne?
Aber was mir immer schon gefallen hat, ist jetzt gleich im Anschluss. Was kann ich gleich sagen? Guck mal. Dann gönne ich mir doch noch einen Keks, während Eddie hier alles abräumt. Meine Schuhe ausgezogen. Oh! Oh nein, schneller! Okay. Wir müssen jetzt mal ganz kurz auf Pause drücken. Und zwar bei von jetzt an. 3, 2, 1, Pause. Pause. Nein, nein, mach weiter. Wir sind bei 1,533. Oh, jetzt. Immer noch Pause gedrückt halten. Shit, ich bin aus Versehen mit dem Fuß ans PlayStation-Speckung sind. Jetzt können wir jetzt stecken sie quasi die Kristalle da in den Typen rein. Wir sehen Indy, genau. Sie verbeugen sich vor der Statue. Drei Elemente, ne, die wackeln, so, die nicht ganz 100% gesinkt sind, aber... Oh, ne, guck mal, wie krass das gekriegt. Ja. Hammer. Jetzt sind wir aber das war damals eine Zeit, ne, du wusstest nicht, worauf du achten sollst. Ich habe auf die Verbeuger geachtet. Ja. Jetzt sehen wir die Statue mit den drei glühenden Steinen Stein im Gesicht. Schnitt. Okay, jetzt müsstet ihr es hoffentlich wieder hinkriegen. Sorry. Ist so empfindlich, das PlayStation-Pad, ne? Diamant. Diamant. Ach Quatsch, ist mir noch nie aufgefallen. Das Geräusch, ne? Das sind diese Röhren, ja, die man dreht, ne? Ja. Ich fand das. Das hat mich im Nachhinein immer gestört. Wo gehen die jetzt alle hin? Ja, ich wusste auch nicht, sind das jetzt Thugs oder sind das so quasi geheime Anhänger des Kults, die immer mal so zu den... Nee, was heißt, das sind Anhänger des Kults, die werden halt nicht... Aber die wohnen da auch, oder wie? Das sind Sklaven. Nee, die vorne ja nicht. Das sind ja die Wächter. Die Sklaven sind ja nur die Kinder. Ich glaube, das sind Jünger. Oder die halt bekehrt wurden mit diesem Gift, ne? Aber haben gerade gesehen, wie einem das Herz rausgerissen wurde, der hat noch gelebt und dann wurde er verbrannt. Oh ja, okay, zurück zur Arbeit. Mhm. Ja, ich habe noch hier einen Stollen. Ja gut, aber du weißt auch nicht, wie oft so ein Ritual stattfindet, wenn es 5-mal am Tag stattfindet. Weißt du, vielleicht haben die es schon so oft gesehen. Hier, jetzt dieser Moment, den mag ich sehr gerne, weil ich finde es schön und das ist eine, sag ich mal, eine Eigenart, die man in heutigen Filmen nicht mehr so oft antrifft. Wie viel Zeit sich Spielberg lässt, bis Indy bei den Steinen ist, dann nochmal zurückgeht und so weiter. Also ich mag das, dass es einfach wirklich, vielleicht ist es damals einfach nur Füllmaterial gewesen, wo er sich gesagt hat, okay, ich will auf Länge kommen. Nee, es geht ja eigentlich darum, dass er mit sich kämpft. Er hat ja eigentlich seinen Auftrag erfüllt, er hat die Steine, aber er hat so die Vermutung, dass er eigentlich doch noch mehr machen könnte. Und das ist halt, geht er jetzt zurück oder kümmert er sich um die Kinder? Ne? Gut, er hört's ja, aber das schon allein davor, weißt du? Wie Indy das alles inspiziert und sich so die Sachen greift, das fand ich immer sehr charmant, das habe ich immer sehr gemocht. Ja, stimmt. Und jetzt auch nochmal hier mit dem Chor verstärkt, wie die, also dass die Magie da jetzt auf einmal nochmal so präsent ist. Mit dem Licht jetzt. Ja. Und jetzt hält das nochmal hin. Das sind ja eigentlich eher so Bernstein. Ich wollte gerade sagen, ne? Das sieht aus wie bei Jurassic Park. Ja. Die Mücke, die er eingefangen hat. Und er ist ja auch immer so ein bisschen geil auf Reichtum und so. Das war ja im ersten Teil auch schon so. Reichtum und Ruhm. Ja. Deswegen habe ich nie verstanden, dass. Jetzt habe ich es erst gerafft mit der Schlange. Das ist eine Kamera. Nee, aber das ist halt deswegen so, dass er. Guck mal, wir haben einen fehlerhaften Bildpunkt im Bildschirm, seht ihr das? Da jetzt hier links neben seinem Gesicht. Ja, das war der Fernseher, glaube ich, ne? Ja, klar, das ist der Fernseher. Was ist das eigentlich? Ach so, gehäutete Menschen, ne? Eieiei, ist das alles brutal. Ja, das ist schon angenehm, die Ruhe jetzt. Habe ich mich immer bei erschrocken jetzt. Ja, der ist auch gut inszeniert, der Schock. Ja. Der kommt aus dem Nichts. Sehr gut. Das ist wie die Willy Wonka.
Chocolate Factory. Okay, es ist aber natürlich auch von der Idee der Geschichte auch gar nicht so doof. Ne? Stell dir mal vor, es gäbe Short Round nicht. Der kommt da an und dann sieht er, Kinder werden geknecht. Okay, der will den Kindern helfen. Aber vorher hast du natürlich, dadurch, dass Shorty dabei ist, merkst du, wie dicke der oder wie der Kinder mag. Ja. Indy, ne? Und er hat deswegen noch mehr Motivation. Er muss den helfen. Das ist genauso wie das Ding mit Alan Ripley. Ja. So, wenn man weiß, dass sie eine Tochter hat, ist es noch viel logischer, dass sie bei Aliens halt Newt retten will. Und ja, das ist so eine typische Indie-Szene, also beziehungsweise was diese Figur so auszeichnet. Er kann es nicht mit ansehen, dass der Kleine gepeitscht wird. Da ist er übrigens, das ist der Nazi aus dem ersten Teil. Und jetzt Teil. Realisiert er eigentlich, was er für ein Dummheit er jetzt gemacht hat. So. Aber das ist so schön, dass diese Figur erstmal mit dem Herzen handelt und dann erst irgendwie... Die Messer sind geil. Ja. Das ist immer cool. Ja, dass er ein bisschen unüberlegt ist, ne? Genau. Dass er emotional und impulsiv ist. Ja, ne? Genau. Obwohl die Idee jetzt natürlich auch gar nicht so doof ist, ne? Weil ich meine, Kinder arbeiten vielleicht nicht so stark, aber dann kannst du ja irgendwie statt 100, 500 entführen. Ja. Aber die kannst du halt leicht kontrollieren, ne? Da wird es keinen Aufstand geben, es sei denn Indy und Shorty Round kommen um die Ecke. Und sie sind klein genug, um diese ganzen Schächten rumzukrabbeln. Ja. Ja, aber was hast du denn gesagt, Shorty? Habe ich nie begriffen, warum der Englisch spricht. Kleines Kind hinter Indien, oder? Ja. Komm. Also okay, ich gebe zu, mir ist es erst ganz spät aufgefallen. Mich hat das damals überhaupt nicht gestört. Oder warum er so einen französischen Akzent hat, habe ich auch nie verstanden. Das war, um den Deutschen zu signalisieren, okay, es ist jetzt kein Muttersprachler. Okay. Weißt du ja nicht, was der für einen Background hat? Vielleicht ist der französische Austauschschüler, ist da irgendwie einmal vom Wanderweg abgekommen. Diese Schädel. Weiß man eigentlich, was das für ein Saft ist, den sie da aus den Schädeln in die Münder tropfen lassen? Wird das irgendwie mal angedeutet? Nee, das Blut der Kali. Wird das eigentlich aufgeklärt, wo die letzten bleiben, die letzten Steine eigentlich abbleiben? Nee, ne? Gute Frage. Naja, die Soldaten kann er kommen. Ja. Nicht. Hat so ein bisschen was von Kurtz, ne? Mhm. Kurtz. Aber ich finde den super. Apocalypse Now, mal so. Ich finde den echt toll. So, das ist der gute Mann, der in jedem Indiana Jones Film mitspielt. Im ersten Teil gerät er in den Propeller von dem Einflügler. Ich überlege gerade, wo er im dritten Teil bei ist. Ach, guck mal, das ist der kleine Junge, der eben noch normal war und jetzt schon geturnt quasi. Oder? Ich fand diesen Krug, diesen Schädelkrug immer ziemlich eklig früher. Jetzt kommt diese Voodoo-Nummer, die eigentlich da... Ein bisschen fehl am Platz, ne? Ja, aber sie macht's halt... Ich finde, in Bezug auf, sag ich mal, eine spätere Szene, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, finde ich das trotzdem cool. Und dann ist es auch rechtzeitig eingeführt so. Ja? Also es kommt nicht wie aus der Pistole geschossen. Das macht die Szene nachher echt sehr, sehr spannend, finde ich. Aber ich meine, wahrscheinlich war so Mitte der 80er das noch nicht klar, dass diese Voodoo-Nummer einfach diese ganz, ganz woanders verortet ist, ne?
Ich mach mal ein Fenster auf. Ja, das ist eine gute Idee. Soll ich machen? Ja. Oh, ist hier echt stickige Luft, ey. Und im Dach wird es halt auch schnell warm. Ach ja. Puh, hier frische Luft. Ja, gute Idee. Er sieht ein bisschen aus wie Dalsim. Stimmt. Vielleicht war das die Inspiration von Dalsim. Die Patsche noch aus. Ey, die Szene. Kennt ihr den Prank, den die gespielt haben? Nee, was? Angeblich. Bei der Szene haben sie Harrison Ford geprankt und als er da an den Stein gebunden war, kamen Carrie Fisher und Barbara Streisand rein und haben ihn von hinten ausgepeitscht und gesagt, das ist für Episode Star Wars, das ist für irgendeinen Film, den er mit Barbara Streisand in den 70er gemacht hat. Echt? Und haben ihn voll verarscht vor der gesamten Crew. Lustig. Und die haben, das gibt es wohl auch auf Video. Es wurde aufgezeichnet. Das ist bestimmt im Netz. Also ich habe es selber auch noch nicht gesehen. Ich habe es nur mal gelesen. Das ist eigentlich auch fies. Ja, das fand ich sehr unheimlich früher. Weil er es auch echt gut spielt, finde ich, ne? Erinnert so ein bisschen an Poltergeist 2 dann, also beziehungsweise Poltergeist 2 hat er so eine ähnliche Szene. Mit dem Vater? Mit dem Vater. Mhm. Ja, was ich noch sagen wollte zu Harrison Ford, man darf ja auch nicht vergessen, wir reden jetzt die ganze Zeit über Indiana Jones, Han Solo und so, ne? Aber der hat ja auch noch einen Haufen anderer geiler Filme gemacht und einer der wenigen, finde ich, Schauspieler, die es geschafft haben, obwohl sie zwei so ikonische Rollen haben, trotzdem noch, ja, halt ganz andere Filme zu machen, ja? Ja. Also, dass der dann nicht auf denen hängen bleibt immer und du siehst immer nur Indiana Jones oder siehst immer nur Han Solo, weil du siehst auch in anderen Filmen, siehst du einfach auch wieder einen anderen Harrison Ford. Genau, ich meine auch bei Jack Ryan ist er ja eigentlich eher der Familienvater, der immer in schwierige Situationen rutscht. Ja, Frantic oder so. Also genau, so. Das sind auch die Rollen, die er in den 90ern, hat er mehrfach in Interviews gesagt, auch lieber spielen wollte halt. Auf der Flucht. Genau, so der Normalbürger, der... plötzlich mit Schwierigkeiten konfrontiert wird und irgendwie über sich hinauswachsen muss, aber halt nicht der super... Der moderne James Stewart. Ja. Mensch, da geht das Schlag auf Schlag mit den Opferungen. Wer jetzt nicht weiß, wer James Stewart war, das war unter anderem dem Fenster zum Hof oder... ja, ist ja mit Doris Day. Verdammt. Ja, ganz vielen Hitchcock. Der Mann, der zu viel wusste, war es der? Wie heißt er? Ja. Der Mann, der zu viel wusste, ja. War er nicht... Genau. Ja. Wer war denn der in dem Film mit Katharine Hepburn mit dem Jaguar? Bringing Home Baby, Bringing Up Baby, wo sie einen Jaguar hat. Und dann müssen sie irgendwie in der Nachbarschaft bei Nacht, er, der spießige Archäologe, müssen den Panther oder den Jaguar finden. Ich glaube, den kenne ich gar nicht, weil das ist super. Ich dachte mir jetzt aber auch nicht. Das habe ich aber trotzdem nie jetzt verstanden. Sie wird jetzt da reingeknallt und er lässt ab von ihr. Ja, du meinst, reißt ihr nicht das Herz aus? Ja. Sie spuckt ihn nur an, ne? Also diese ganze Passage ist auch deshalb so, finde ich, so krass, weil in anderen Hollywood-Filmen oder Blockbustern hättest du noch eine andere Storystrang, der irgendwo stattfindet vielleicht. Wo man dann mal hinwechseln kann. Wo es mal einen Relief gibt. Mhm. Aber du bist ja jetzt wirklich seit einer Dreiviertelstunde in diesem Dungeon mit denen drinne und es gibt eigentlich überhaupt keinen Comic-Relief, es gibt keinen, keine andere Szene, um mal Luft zu holen und dann geht's wieder da rein oder so. Das ist echt schon krass. Ach nee, er will, dass Indy das macht. Mit dem Herzen. Ich habe mich immer gefragt, in der schlechteren Qualität, als ich diesen Film gesehen habe, ob das eine Narbe sein soll, die er hat. Diese rote Korle. Aber es ist eigentlich nur so ein Tuck-Zugehörigkeitszeichen, ne? Ja, alle da. Wahrscheinlich. Oh, da gibt's gleich. Ja, warte ich ab. Guck
guck mal, er hat sogar was auf der Stirn aufgemalt. Sieht ja auch aus. Aber auch diese Idee mit dem Aufwecken aus dem Wahn mit mittels Schmerz wurde danach ja auch ganz oft verwendet in anderen Filmen, ne? Ja, bestimmt, aber auch ja, schon ich ganz oft hergebracht, das Ding. Ach, guck mal, man sieht die Peitschenhiebe noch. Das ist. Da hat jemand aufgepasst beim Dreh. Mhm. Continuity. Ja, aber eigentlich, ich setze sowas eigentlich immer voraus. Ich denke, wenn man an so Projekten arbeitet, dann achtet man noch auf sowas. Nee, wenn du an so Projekten arbeitest, dann hast du echt eine Menge, über das du den Überblick behalten. Ja, aber du hast einen Typen, Second Assistant Director. Script oder? And Continuity, das ist der Job. Ah, okay. Der sich genau um sowas kümmert. Man hat die ganze Zeit gehofft, zwinker ihr doch zu oder so. Gib uns ein Zeichen. Und man sieht die Spucke. Da frage ich mich immer so, worüber oder wie spricht man die Szene so ab? Sagt er dann, ey, putz dir bitte bevor die Zähne. Wisst ihr, wer in die geworden wäre? River Phoenix. Ja. Naja. Glaube ich. Ja, schwer zu sagen, aber war schon die perfekte Besetzung für einen jungen Indianer. Ja, auf jeden Fall. Ich fand den anderen besser aus der TV-Serie. Den Sean? Echt? Ja. Nee. Patrick Flannery? Ja, was? Den mochte ich sehr gern. Okay, hier sieht man zum Beispiel sehr gut, dass sie an den Farben gedreht haben. Aber trotzdem, eine super Szene. Yes. Ich hätte mir als Kind gern gewünscht, ebenfalls sowas machen zu können. Ja. Das waren die Abenteuer, die man dann im Kindergarten oder in der Schule oder sonst irgendwas nachgespielt hat. Ey. Oder in seiner Freizeit. Klar, Mann. Voll Bock drauf gehabt. Deshalb war ja Goonies auch so geil. Ja, Mann. Ja, einmal so eine Höhle finden und dann da durchgehen mit deinen Wer Goonies. Noch nicht kennt, ich meine, es gibt nicht umsonst, es war einer der ersten Audio-Flats. Das ist ein Lava-Wasserfall, genau. Alles klar. In Lübeck gibt es ja ganz viele Bunker. Du kannst auch teilweise durch einige Kanäle noch unter Lübeck durchlaufen. Wir haben früher ganz oft so die Eingänge freigemacht und sind dann mit Taschenlampen einmal durch auf der Suche gewesen. Nach den Sankara-Steinen? Nach den Sankara-Steinen. Klar, jetzt auch so. Oder die Bundeslade. Wo sonst, wenn ich in Lübeck? Das ist auch wieder, ne? Also, die müsste auch schon nach 10 Sekunden da unten landen. Ja. Patsch. Oh. Bist du beleidigt? Ist eigentlich im Prinzip, vielleicht eher überinterpretiere ich es ein bisschen wie das finale Imperator, Vader, Luke. Ja, so ein bisschen mit dem Aufwecken. Spannungsbogen, ja. Wach auf, du musst uns helfen. Ja, guck mal, sie hängt wirklich einen Meter über der Lava. Wo der andere Typ schon lange verbrannt war. Jetzt das Realisieren, wie bei Vader auch. Ja. Nur, dass man es so nicht sieht. Da war der Augenzwinker. Ja. Ja, das habe ich dem Kleinen auch leider nie abgenommen, dass der da so locker Doch, die Leute umtritt. Doch, weil er ein Asiate ist. Damals war... Ja, aber du merkst, dass er halt keine Kraft hat. Ja, okay, aber das habe ich ihm abgenommen, dass er Kung Fu kann. Das ist geil, jetzt wie der Typ auf das Rad fällt und dann... Aber erst bleibt der Hebel noch mal stehen. Zu dem Zeitpunkt war der andere ja schon geschmort, ne? An der gleichen Stelle. Das sieht geil aus jetzt. Und Flammen. Aber die ganzen Leute sind jetzt ja auf seiner Seite, ne? Was sind die Welche Sklaven? Ganzen? Auf der anderen Seite. Na, was? Die sind auch auf Indies Seite. Nein. Ja? Die beschweren sich. Ach so. Wie er jetzt abtaucht, ist ja auch so geil. Das habe ich nie sehen können, weil die VHS das nie geil richtig dargestellt hat. Das war abgeschnitten, weil das 4:3 war. Man konnte diese Falltür nie richtig sehen.
Aber wer hat da auch diese Falltür, also die ist ja so praktisch für ihn. Ja. Als ob er nur auf diesen Moment gewartet hat. Naja, falls die Briten mal wieder den Tempel stürmen. Ja, genau. Und er liegt zu dem Zeitpunkt genau an der Stelle. Aber warte mal, ist das jetzt nicht trotzdem noch gewesen? Ah, okay. Komm noch. Das ist ja hier, genau. Der Typ in der Brille, ne? Der Sekretär. Der Lall. Der Loll. Mr. Lall. Und wieder runter. Ja. Tschüss. Das ist typisch Spiel. Und zack, auch. Das hier, ne? Oh ja. Fieser Tod für einen wirklich fiesen Typen. Ja. Er hat's verdient. Aber ich frage mich bis heute, wann er da quasi weggerollt ist. Weil jetzt wird sie sofort wieder hochgezogen, was gar nicht geht. Ja. Theoretisch müsste Indy jetzt quasi den Typen wieder mit... Ja, jetzt hör mal auf mit Physik. Guck, den hat er da weggerollt, das hat er auch nicht gesehen. Guck mal, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Der lebt noch. Ja, der hat einen Rippen. Das aber früher auch nicht gesehen. Ich dachte, der wäre tot. Ja, jetzt liegt er. Jetzt liegt er. Okay. Ah, die Blu-ray ist echt schon schön. Ja, ja. Gut, man achtet natürlich jetzt auch ein bisschen auf ganz andere Sachen. Aber das sind auch geile Modelle, also das wirkt alles schon... Das wirkt nicht billig, finde ich. Das wirkt nicht trashig. Obwohl es eigentlich trashig ist, aber es ist eigentlich... wirklich. Es ist trashig. Es ist das Trash-Kino irgendwie... Ja, aber wertig irgendwie, eine gewisse Wertigkeit. Ja. So. In neuer Form. Also vergleich das mal mit Quartermain oder so, da ja, wirkt es einfach billig. Oh Gott, weißt du? Das auch. Quartermain ist ja auch billig. Ja, ja, sag ich ja. Schlimmer Rippen. Kennen, ne? Kennen, ja. Ja. Ich muss aber sagen, ich mag den ersten trotzdem. Ich mag den ersten Quartermain, auch wenn der wirklich teilweise furchtbar und... Ach komm, jetzt ist er weg. Jetzt ist, ist er lang weg. Ah, schöner Moment. Schöner Moment. Indy, mein Freund. Das finde ich so geil jetzt. Ja. Und zwar alle, Mann. Da kriege ich immer jedes Mal Gänsehaut. Ja, genau. Ja, genau. Total geil. Und so, jetzt der Hero-Schuss, ey, ja. Wie er sich umdreht, da steht er da im Gegenlicht, ey. Yeah. Oh, also, da ist er. So geil. Jetzt noch Patsch. Und dann schleift er ein bisschen zu lang mit dem Ton für meinen Geschmack. Aber Indy ist sauer, komm. Super. Super. Die E-Books? Oh. Stimmt, hab ich auch noch nie gedacht. E-Books. Ja, tack. Tadak, ja, tack. Oh, das ist cool jetzt. Wolle. Die hat aber auch. Der fällt auch immer toll darunter. Eine schöne Figur. Ja, die ist super, ey. Ich sag ja. Da-da-la, da-da-la-la. Oh, die muss ich mal eigentlich. Im Spiel fand ich die ein bisschen nervig im 8-Bit-Ton so, ja. Aber und ich habe auch nie registriert, wann die im Film kommt. Nee? So. Na, vor dem Spiel nicht. Ja. Guck mal, das muss auch wehtun. Das ist eigentlich voll brutal, ja. Ja, dafür werden sie jetzt aber auch niedergemacht. Ah, oh ja, kommt jetzt kommt der obligatorische Indy, hat einen Gegner, der echt stärker ist als er, Kampf. Aber der dafür so auch schmerzhaft, wenn er ihm nachher auf die Brust haut und er so. Das tut so weh beim Zuhören. Ah, da war das, da war Comic Relief gerade. Ja. Die kommen ganz schön schnell beim Palast an, ne? Ja, macht sie kaputt, die oberen. Ja, schon geil. Das ist geil, nee, der schafft das schon. Und jetzt okay, helf ihm. Ich frage mich, was haben die jetzt in der Zeit gemacht, während Indy da durch die ganze Schächte jagt und was weiß ich, haben draußen vor der Schlossmauer gewartet? Wahrscheinlich. Wie er da reinplumpst, ey. Aber das, das tut doch weh. Aber das ist auch wieder so ein, das ist so, am Ende des Tages, ja, weiß man, was Indy geschafft hat, so, weißt du? Also man kann sich so wirklich in ihn reinleiden. Der sieht ja auch so fettig nachher ganz am Ende aus. Ah, damit wären wir beim Thema Voodoo-Puppe.
was du vorhin gesagt hast, ne? Ja. Das ist vorne einzahlt und jetzt. Aber sag mir, helf mir nochmal, wen spielt denn der Bösewicht im dritten Teil? Oh Gott. Ich glaube, das ist. Das ist, glaube ich. Der Typ, der aus dem Zeppelin fällt, oder? Ach nee, das ist ja der. Ich meine, bei dem Maharaja, bei dem sie den Panzer kriegen oder so. Einen von denen. Ich meine, allein das auf diesem Förderband mit so einer Riesenwalze. Ich meine, das hat natürlich schon so ein bisschen was James Bond-artiges auch wieder. Aber das ist einfach nur cool. Und auch das ganze Setting, das ist so cool. Das hätte ich gerne als Lego oder sowas gehabt. Oder als Playmobil-Setting. Hammer. Aber welcher James Bond könnte es gewesen sein davor? Davor? Ja. Weil die sind ja auch auf jeden Fall auch. Die haben sich ja auch. Aber das war ja schon 80er. Ich meine, guck mal, wann die ganzen Bonds alle. Aber so eine Konstruktion bei den alten Sean Connerys? Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei Timothy Dalton zum Beispiel gibt es beim Lizenz zum Töten gibt es so eine Sequenz, die genau danach nachempfunden wurde. Das ist auch so geil. Das könnte echt original aus einem Videospiel sein. Das ist so mies. Er ist der Riesentyp. Ja, und dann jetzt aber auch wieder. Das ist so dieser typische Cliffhanger-Moment. Ewig, genau. Er rollt ewig auf das Ding zu und wirklich ist schon fast unter der Walze und kommt dann quasi wieder hoch. Das ist halt das, was der zweite Film auch perfektioniert hat eigentlich. Die Hand, die jetzt noch nach der Nadel greift, so, das ist echt alles so geil. Dreifach verlängert. Ja. Er war eigentlich schon längst zermatscht. Naja, das gleiche wie mit der Falle vorhin, die schon seinen Hut runterkriegt. Das ist tatsächlich der Typ im Zeppelin im dritten Teil. Der Bösewicht. Colonel Vogel. Das ist aber auch so eine rausgekattete Szene, ne? Ja? Wie jetzt? Nee, den er im dritten Teil spielt. Dritten Teil, ja. Das ist Pat Roach, der Stuntman. Genau. Auch übrigens schöne Kameraebene, hin und her zwischen den Schlägen. Und zack, wieder Machtwechsel und es ist wieder alles anders. Das ist auch ein bisschen sehr Comic Relief. Bumm. Aber das fand ich sehr brutal. Ja. Da konnte ich fast nicht hingucken, muss ich sagen. Ja. Weil die Vorstellung ist schon so, Aber guck mal, er versucht ihm noch zu helfen. Ja, das ist dann auch Indie, ne? Also, muss man auch mal hilfreich sein. Boah, das ist so fies. Ratter, 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 ja. Und sieht man jetzt das Blut auf der Rolle? Ja, sieht man. Geiles Bild. Feuer. Gut, jetzt weiß man, der Maharaja war auch nur Opfer seiner Umstände. Jetzt kommen ganzer Haufen geile Schussgeräusche. Auch für den Mund zu spielen. nochmal nett. Hin und zurück. Und jetzt kommt auch einer meiner Lieblingsmomente. Wenn er sich den Haken greift. Ja. Okay, den habe ich ihm geglaubt. Ja, schon so ein Balken gegen die Maske ist auf jeden Fall. Zack. Ja, ich wollte unbedingt so eine Peitsche haben. Bei uns früher im Hansapark gab es immer Peitschen. Die habe ich mir immer gekauft, aber die waren irgendwie fest genug. Immer wenn ich die an einem Baum oder einem Ast gewickelt habe und mich dran gehängt habe, sind die immer gerissen. Das war immer sehr enttäuschend. Und ich meine, was hat Willi da im Moment vor? Ja, siehst du die ausschlaggebende Kraft, ne? So, jetzt kommt's. Geile Sounds. Großartig. Ja. Großartig. Hochlaufen und runterkicken, sehr gut. Jetzt hier, super. Zack und klatsch. Ja, das ist der. Hier, jetzt wenn er da lang schüttelt. Ja. Oh, das ist so gut, den nochmal umhauen.
Und jetzt ehrlich, was eine geile Perspektive. Das ist zum geile... Beispiel der Stuntman, der genauso aussieht genau. wie er. Das siehst du halt natürlich nicht in Close-Ups, aber die weiteren. Aber auch aus wie vielen Perspektiven? Drei ja. verschiedene Perspektiven. Großartig. Und dann noch die Weiche. Zack. Das ist auch Special Effects mäßig, was jetzt vor allem kommt. Du hast da blau gehabt und rot. Also, ja. Wo soll man langfahren? Hm. Ja, ja. Das ist wirklich so große Kunst, was sie da geleistet haben, mit diesen ganzen Miniaturloren. Das hier zum Beispiel, die erste Szene, Subjektive hinter der Lore. Einfach eine Achterbank. Wo die ganzen Puppen eindeutig zu erkennen sind, aber das ist toll, das ist echt Achterbahn. Aber die haben echt eine Achterbahn gebaut, oder wie? Nein, das ist alles Miniatur. Und sie hatten aber, weil es halt so klein war, hatten sie keine Kamera, die darauf passt. Und daraufhin haben sich die ILM-Leute, haben sie ganz viel rumprobiert und haben eine Spiegelreflexkamera genommen, haben da eine Batterie mit Filmrollen dran geklebt quasi und sind ganz langsam durch diese Schächte gefahren mit einer relativ langen Verschlusszeit. Das heißt, du hast auch Bewegungsunschärfen, weil sonst hättest du ja nur Einzelbilder hintereinander. Und dadurch hast du das Ergebnis. Also gerade hier die Einstellung zum Beispiel, man sieht die Puppen halt, die wurden dann auch noch animiert. Aber es sieht so gut aus und ich habe das echt viele, viele Jahre überhaupt nicht geschnallt, wie sie das gemacht haben. Übrigens, bei den Miniaturen, die ganzen Wände ist alles tatsächlich nur Alufolie, bemalte Alufolie. Wahnsinn. Aber trotzdem noch die Real-Settings dazwischen, ne? Und dann genau, noch diese Rückprojektionsaufnahmen da. Ja, aber das ist zum Beispiel ein Modell hier. Aber sieht super aus, ey. Ja, vor allem, weil du auch nicht so wirklich auf die Figuren achtest, sondern eher auf die Loren. Und ja, das ist halt cool. Guckst du da auf die Tiefe der. Kommt jetzt der Hüpfer, ja, ne? Was nee, erst kommt der Sand, genau. Und dann kommt der schöne Frontflip. Das sieht perfekt aus. Und jetzt, echt, den finde ich super, jetzt den Hüpfer. Und? Ne? Da. Ne. Boing. So von wegen Freude? Ja, scheiße, da kommt noch einer. Das ist echt hier Donkey Kong Country, ey. Naja, ohne den Film wird es Donkey Kong Country die Sequenz nicht geben. Ne? Ich fand, das Wasser war der einzige Special Effects, der nur in dieser weiten Einstellung, wenn dieser riesen Trichter da jetzt umfällt, nur weil sie da unten ein bisschen gegenkloppen. Das ist das Einzige, was nicht so richtig 100% ist. Aber ansonsten, wenn das Wasser... Abkürzung! Und vor allem auch der Totenkopf, ja, auf dem Schild. Und dann schießen sie, Alter, zack, Weiche gestellt. Ey, das muss man sich erstmal ausdenken. Wie cool ist das? Oh, da haben wir Augen gemacht damals. Mhm. Guck mal, da sind auch Puppen, ne? Und diese Kack-Achterbahn. Ist auch so geil, wie einfach die Knarre wegnehmen. Ja. Und jetzt der Kampf. Ey. Ich meine, das ist auch der einzige Moment jetzt gleich, wenn Shorty zwischen den Loren hängt. Da siehst du wirklich in den weiten Einstellungen von oben vor allem, dass es Puppen sind. Ansonsten fällt es dir nirgendwo auf. Aber es ist auch nur so kurz, ne? Also es ist... Na, jetzt nochmal eine Weile, da auch nochmal Puppen. Aber es ist auch die richtige Mischung aus. Ja, genau. Umschnitt, totale... Sobald du anfängst zu hinterfragen, ist das echt, bist du auch schon wieder weg. Ja. Aber das sieht so fucking echt aus. Ja. Sieht's auch. Ich sag, das ist eine Meisterleistung, diese ganze Sequenz. Schnitt, Special Effects technisch. Du musst dir das ja auch im Storyboard und so alles erstmal überlegen. Alles ganz genau durchgebordet gewesen, genau. Sowas wird heute, machen sie bei Tim und Struppi, aber nur noch in CGI, ne? Ja. Aber die Verfolgungsjagd von Tim und Struppi, die waren schon großartig. Ja, aber das ist halt auch was anderes, ne? Also ja, klar. Was, ne? Aber man muss trotzdem sagen, zack! Boing. Man muss trotzdem sagen, dass die halt, obwohl sie quasi dieses Ich kann alles möglich machen Tool hatten, haben sie wirklich schon sehr schöne Sachen mit damit gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Peter Jackson macht auch geile Sachen, so bei Herr der Ringe und so. Großartig. Und aber sag mal, der Sprung, ne? Ja. Was habt ihr damals gedacht? Nichts. Ich meine, Kind. Okay, das war übrigens das Wasser, was ich meine. Das ist das Einzige, was für mich nicht so groß aussieht. Was eher nach Miniatur aussieht. Das sieht jetzt wieder super aus, natürlich. Vor allem der Zufall, dass diese Tonne dann auch noch vorne davor weggetragen wird. Also. Bing!
Wie üblich. Zack. Das ist so gut. Die Mucke jetzt auch. Aber da fährt er wieder nicht so schnell. Ne? Das ist, da sieht es wieder schnell aus. Oh, jetzt denkst du auch, oh, endlich mal Ruhe, ne? Wasser. No, da hätten wir wieder das Problem, was du vorhin schon sagtest, das ist diese Timing-Geschichte, ne? Ja. Dass es alles einfach viel zu lange dauert. Das Wasser wäre nach 3 Sekunden da und sie laufen jetzt ungefähr 30 Sekunden da einmal die Gänge entlang. Aber durch die Miniatur. Oh, das war auch schwieriger Key. Oh. Und gleich nochmal, guck mal, wie weit ist das? Das sind 80 Meter oder so bis zum Ende des Tunnels, ja? Und das Wasser ist wahnsinnig schnell. Aber das ist auch eine meiner Lieblingsbilder. Das ist auch echt geil gemacht, finde ich jetzt. Mit der Wackelkamera hier, zack. Eine der ersten, wo sie es mal gemacht haben, ne? Also, das rundherum ist ja, das ist schon, ist ja Matte Painting und sie wissen, waren da drin. Und jetzt hagelt es wirklich Lieblingsmomente oder Lieblingssituationen gleich. Ich glaube, jetzt kommen alle 30 Sekunden, werde ich gleich sagen, das ist mein Lieblingsmoment. Das ist schon super gemacht alles. Ja. Aber wie er da auf dem Felsen klebt, ist echt schön. Okay, auch reingekiept, ne? Ja, habe ich aber auch früher nie gesehen. Ja, das doch, das ist mir schon vorher aufgefallen. So, ihr, oh Gott, ist geil. So, und jetzt guck mal, wie die Brücke ist, allem, wie die Aufhängung von den Brücken ist. Nee, vor allem, guck mal, wo er jetzt steht. Und jetzt steht er gleich in der Mitte. Und wenn er jetzt reinkracht, ist er gleich voll in der Mitte so. Ist immer und 5 Meter in der Mitte. Jede Einstellung ist anders. Und auch noch Krokodile. Ja, Mensch und Mensch. So, Achtung, jetzt kommt einer meiner Lieblingsmomente. Das war auch damals in dem ZDF-Preview. Ja. Das jetzt. Ja, die, perfekt, auch die Kamera und... Die schöne Anspielung auf Teil 1, ja, ne? Ist gerade die gleiche Musik. Ja. Und er denkt sich, ja, komm, dann kann man nochmal bringen. Man kann das lachen. Super. Und dann auch nochmal der schöne Star Wars-Moment jetzt. Ja. Aber das war vor Star Wars, ne? Oh, nee, stimmt. Das ist tatsächlich nach Star Wars. Welcher? Ja, wo er gleich jetzt, wo er zur Kamera läuft und schreit. Und jetzt? Ach so. Super. Also, so cool, ich finde das auch so cool. Das ist echt klasse. So, sie sind schon drüben, okay. Guck mal die Aufhängung, es ist steil. Ja? An beiden Seiten geht es steil nach unten. Gleich bei der Weideneinstellung sieht es komplett anders aus, aber egal. Ja. Mich hat das auch voll gestört, tatsächlich. Obwohl das fast eine meiner absoluten Lieblingsszenen in der ganzen Indiana Jones Trilogie ist, tatsächlich. Perfektes Zusammenspiel von Musik und Spannung und. Ach, ist einfach super. Das ist auch einer der berühmtesten Fotos, ne? Ja. Standfotos, das Bild hier. Aber vermutlich war da halt wirklich mit dieser Scheißbrücke da. Ja. Guck mal. Großartig. Und noch dieses. Das sind 50 Meter und. Dieses Xylophon-Ding. Ja. Sie werden gefunden werden. Ihr aber nicht. Dina! Jetzt der Jump Cut. Sauber, ne? Dann ran ins Gesicht ran. Guck mal, wie weit... Naja, egal. Okay. Ja, die, ich meine, die... Moment, da sind sie echt irgendwie so ein paar Meter entfernt. Aber immer diese auswegslosen Situationen. Ja, ja. Und du denkst immer, okay, er hat keine Chance. Was soll er jetzt machen? Das ist auch das einzige Mal, wo Indy Scheiße sagt, ne? In allen Filmen. Ja? Ja. Deswegen machen sie es auch so eindeutig, dass er auch Scheiße sagt. Wasser ist echt ein großartiger anders. Schuss. Ja. Schau, Team! Schau, Team! Nach zu Schenscher!
So, jetzt bin ich gespannt auf die Übersetzung. Festhalten, wir machen einen Ausflug, okay? Der ist ja irre. Ist ja verrückt, okay. Der ist nicht nur irre. Und jetzt. Saugeil. In der Hölle. Die Mucke. Was tust du? Was hast du dir gedacht, Moderator? Was hat er die ganze Zeit gedroht, als er die Machete über die Brücke gehalten hat? Aber hatten sie nur einen Take? Sie hatten nur einen Take. Das sind alles Roboter, tatsächlich. Roboter? Ja, die waren halt, dass sich die Arme bewegen. Und sie hatten nur einen Versuch. Und der Special Effects Mann wusste nicht, ob das funktioniert, ob die Roboter auch sich wirklich vernünftig in der Luft bewegen beim Fallen. Aber es hat funktioniert, zum Glück, offensichtlich. Oh, das ist auch geil jetzt. Zack, und den nächsten mitnehmen. Dass sie auch noch schreien unten. Das war auch ein sehr gefährliches Set, wenn ich das recht erinnere. Weil die hängen wirklich relativ hoch in der Luft. Na, vor allem das da, ne? Das sind ja wirklich dann außen auf. Ja, das hier, ne? Also hinten ist klar, ist wieder gemalt, aber... Das fand ich auch immer so mies. Ja, weil es knirscht und so fies, ne? Als würde das beherzig schon bewegen, so. Und als wären seine Finger wirklich irgendwelche kleinen Schweißgeräte. Ja, genau. Ja. Oh mein Gott. Und zack! Jetzt kommt noch der schöne Assi-Move. Jetzt wirft er noch einen hinterher. Ja, so ein Kamerad hinterher schmeißen. Ja. Ah, das ist geil, das macht ihn halt noch fieser, ne? So. Boah, das ist so fies. Und er freut sich auch noch darüber. Na gut, das sieht nicht so geil aus. Naja, also, der Fluss ist halt... Jetzt haben sie plötzlich alle Pfeil und Bogen. Sehr gute Schützen. Das ist auch typisch Indie, ne? Ja. Hat mich getroffen. Was fällt euch ein, auf mich zu schießen? Und jetzt nochmal. Und das ist ein harter Stunt jetzt, ey. Das hat wehgetan, schätze ich, das Ding jetzt. Achtung. Oh, das hat wehgetan. Sag mal, und was sagt er jetzt für magische Formeln, dass die Dinger anfangen zu glühen? Keine Ahnung. Oder ist es nur so, dass er Shiva quasi anbetet in dem Moment, um die Reaktion von den Steinen zu erzwingen? Das war für mich immer nicht so ganz klar, muss ich sagen. Ist es auch nicht. Aber ich würde sagen, dass es irgendwas ist, was Indy halt schon sowieso wusste. Irgendeine Beschwörungsformel oder keine Ahnung, irgendwas aus der Geschichte. Oh, den Schuss habe ich geliebt. Oh, ja. Bam, bam und rein ins Maul. Und die rollen auch nochmal drum rum, ne? Oder? Ja. Lecker Mittagessen. Da war übrigens nochmal der Willem Schreiber. Ja, jetzt kommt Captain Blumbert. Ja. Mit die Kavallerie. Blau gegen Rot, ne? Ja, jetzt gleich bei dem einen, der schießt, das funktioniert nicht richtig. Da, ja, muss er nachladen, ne? Da. Ja. Also ich finde das auch Kaffeefilter auf dem Kopf hinten. Aber wie er jetzt hochkommt, ne? Also das ist schon echt ein geiler Moment, finde ich. Den Stein natürlich noch. Und den Hut hat auch immer noch auf. Stimmt, den Hut hat auch immer noch auf. Dann gehen wir da schon Kopf über hin, ja. Und gekämpft hat mit Mullerarm. Aber das ist halt das Grinsen, was nur Harrison Ford kann, ne? Das Lachen ist ein bisschen komisch. Aber sein Grinsen.
Und es sieht auch alles schon wieder viel grüner und freundlicher aus. Ja, ja. Das Leben kommt zurück. Da hängen sogar Wäsche aufgehangen. Ja, und es ist alles farbenfroh. Und ich muss gestehen, das habe ich euch vorhin gesagt, das ist ein Moment, wo ich immer fast anfange zu weinen, wenn die Kinder nach Hause kommen und die ganzen Eltern sich freuen und die Kinder. Ja, das ist auch ein schöner Moment. Und das in Verbindung mit der Mucke, ey. Hier ist der indische Doc Emmett Brown. So, jetzt. Ah, das ist so geil, auch mit der Musik. Das war irgendwie noch mal schön. Und Willi hat es jetzt auch mal gerafft, dass man das so macht. Hä? Hihihi, ich habe dazugelernt. Hat einen neuen Hosenanzug. Ich krieg grad Gänsehaut. Den ganzen Körper. Das ist so plump, aber ich spring voll drauf an. Nach all dem Horror und den Strapazen. Ach stimmt, er braucht ja auch nur einen Stein. Ne? Er braucht nur einen. Ja. Pause. Ach, guck mal hier. Das ist wieder ein Übersetzungsfehler, ne? Was hat er gesagt? Was war die Übersetzung? Er sagte, wir haben gewusst, dass du zurückkommst, als das Dorf wieder aufblühte. Ja, und er sagt, wir haben gewusst, dass du zurückkommst, mit dir ist das Leben zurückgekommen. Ja, so. Also ich zwei unterschiedliche Bedeutungen. Das ist echt krass. Welche stimmt? Muss man auf Englisch gucken. Ich würde sagen, die Englische stimmt. Ja. Die Englische stimmt, aber... Also ich meine, der Untertitel. Der Untertitel. Ja. Nach Missouri. Ja. Ich will nur noch nach Hause, nach Missouri. Kansas hätte es noch gesehen. Ja. Und klatsch. Sehr gut. Ja, so musste man das machen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total süß, die Idee, dass das Shorty jetzt die Hände vor die Augen hält. Und die Kamera fährt so zurück, weißt du? Ja. Und dann küssen sie sich. Ja, ihr habt Elefantensabber im Gesicht, aber ihr freut euch. Aber eins echt der geilste Schuss jetzt, der letzte Schuss, wie sich küssen und schau die Augen her. Das finde ich so cool. Ja, perfektes Abenteuer, perfekter Ausgang für ein Abenteuer. Ach, großartig. Ja, wunderbar, ey. Das ist ein richtiger Abenteuer. Ey, war nicht, der war doch jetzt, ganz ehrlich, der war auch nach dem 10. Mal gucken jetzt, der war nicht eine Sekunde langweilig, nee, oder? Nee. Und ich meine, man muss ja mal bedenken, wir haben den alle wahrscheinlich mindestens 15 oder 20 Mal gesehen, oder? Wenn nicht sogar noch mehr. Also ich... Aber Minimum. Also, ich weiß nicht, wie ich zu den Schuss ich hab den auch echt schon, keine Ahnung. Also ich würde da schon dreistellig fast sagen, ehrlich gesagt. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich sag mal, bei mir bewegt sich auch echt im sehr hohen Bereich, im zweistelligen Bereich. Naja, ich habe den halt auch, das ist einer der Filme, die ich halt auch, hier Dennis Moran übrigens, Visual Effects Supervisor, besten kreativen Menschen überhaupt. Vic Armstrong ist dieses Stunt-Double von Harrison Ford, der immer dabei ist. Und Short Round hieß übrigens der Hund der Drehbuchautoren. Achso. Ach, dieses verdammte Indie-Spiel, ey. Guck mal, das waren aber noch Zeiten, wo die Special Effects, der Special Effects Block in den Endcredits, da waren halt 20 Leute, ne? Ja, und nicht 3000. Ja. Und da kommt dann gleich wieder der Hairdresser. Chinese Unit, Korean Unit, Japanese Unit. Render Artist. Programmer. Naja, die haben wir natürlich auch alle ihren Sinn und Zweck, das ist ja klar, aber es ist halt schade, ne? Oder dass man so ein Ergebnis von so einem Film hinbekommt,
mit Handwerk, mit Basteln. Ach, es ist einfach Leidenschaft mit, und genau, mit Ideen, die vorher noch niemand hatte. Und dann sitzen halt mit ein paar Hippies mit zu 20 in so einem Lagerhaus. Spaß. Ich glaube, du merkst ja auch, dass sie Spaß daran hatten. Und das ist nicht, zwar auch, aber nicht nur ein Kommerzprodukt im Sinne von, wir müssen genau, was wir abhandeln müssen, um Summe X einzunehmen. Sondern die haben einfach mal gemacht so. Und das merkst du halt auch. Die haben einfach mal gemacht, ja. Ich meine, und sie sind ja auch wirklich ein gutes Risiko eingegangen damit, dass sie halt doch so hart waren und versucht haben, aber gleichzeitig das Familienabenteuer irgendwie zu erzählen. Also, Spielberg damals, aber die waren da auch wirklich, ne, also die konnten dann, glaube ich, auch, die hatten den Freifahrtschein. Also, der hätte es auch sagen können, wir fahren in der Schubkarre irgendwie übers Feld. Ja, obwohl, nee, nicht unbedingt, weil er hat ja den Riesendämpfer durch 1941 bekommen. Und hatte damals es eigentlich sogar relativ schwer, wieder viel Geld zu bekommen. Aber das ist ja auch eine LucasArts-Produktion, weißt du, Lucasfilm-Produktion. Das heißt, da haben nicht nur jetzt irgendwelche großen Studios. Also mit den drei Namen da an Bord, da war, glaube ich, jetzt nicht das Risiko so hoch. Und steht extra Steadicam von Murphy. Und ich meine, der hat ja, was hat der gekostet? Ich glaube, so roundabout 20 Millionen, 23 Millionen. Hat irgendwie dann direkt am Start oder hat dann irgendwie 104 oder so oder so eingespielt. Also, hast du mal geguckt, oder was? Ja, hatte ich mal geguckt. Okay, ich gucke hier auch gerade mal. Box Office Mojo, ne? Also wie viel, vielleicht, ich weiß nicht, wenn da noch Wiederaufführungen sind und so weiter und so fort. Hier diese übrigens Wiederaufführung, ne? Die Zurück in die Zukunft-Geschichte, die bringen sie jetzt fast jedes Kino, ne? Im Abaton ist jetzt auch noch eine Zurück in die Zukunft nach. Ja, wegen 2015 oder Da hätte ich auch Bock, mal wieder im Kino zu sehen. Aber alle drei ineinander, wüsste ich gar nicht, ob ich das durchhalte. Ja, weiß ich nicht. Udo Pampel. Penny Blau. Wunderbarer Film. Der lässt dann auch so richtig befriedigt zurück, finde ich. Aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass man den halt echt als Kind... Ja, aber den hast du auch wirklich so verinnerlicht. Amrish Puri war im Wohlerraum. Also Budget 28 Millionen. Doch. Domestic 180. Also war wohl nicht Sonny Chiba. Nee, was nicht? Oh, worldwide, der hat worldwide 333 Millionen eingespielt. Das war 1990. Na gut, der gehörte ja mit, keine Ahnung, Spielberg war ja und Lucas hatten ja die Top 10 der besten Filme, hatten sie ja über lange Zeit dominiert. Mhm. E.T., Krieg der Sterne, Indy. Ja. Die waren alle sechs bzw. sieben Filme waren in den Top 10. Ja. Dann gab es noch Batman und ich glaube, Weiße Hai, glaube ich sogar. Superman noch. War auch noch sehr erfolgreich. Ja, aber er war nicht in den Top 10, meine ich. Der erste nicht? Ich glaube nicht. Oder beziehungsweise wurde dann relativ schnell abgelöst. Aber das waren die Filme, die in den Top 10 waren. Und das waren. Zu Recht. Lucas, Spielberg und ich meine Harrison Ford, ne? E.T. war ja lange Zeit der erfolgreichste Film und hätten sie ihn da nicht rausgeschnitten. Den würde ich übrigens auch nochmal gerne besprechen, aber. Eigentlich gerne in der alten Version, nicht in der CGI-Version. Na gut, es gibt ja, Spielberg hat die Version ja nochmal wiederbearbeitet, ne? Ja? Ja. Ah, das ist ja super. Also E.T. steht ganz oben auf der Liste bei mir. Ja, super. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Aber da wirklich, da würde ich auch die alte Version irgendwie, ich hoffe, die gibt es irgendwo. Achso, das meinte ich jetzt. Ja, nein, also ich weiß nicht, ob es die ganz alte Version auf Blu-ray zum Beispiel gibt. Das weiß ich nicht. Es gab jetzt mal vor einiger Zeit, gab es diese Spielberg, keine Ahnung, so eine Spielberg-Box, wo zum ersten Mal Duell und Sugarland Express und 1941, glaube ich, auf Blu-ray mit enthalten waren. Aber dann war halt noch der Weiße Hai dabei und halt E.T., glaube ich, und noch eine. Ich glaube, entweder Farbe Lila oder Always. Ich glaube, Always war noch mit dabei, weil das ist einer der Filme, die bisher nie auf Blu-ray erschienen sind. Warte mal, geh nochmal auf Extras. Ja, aber vorher sagen wir Tschüss. Ja. Ja. Das war's mit der Tempel des Todes, Indiana Jones 2, wenn man so will. 2 von 3. ja, das war die Blu-ray-Variante, war echt mal interessant zu sehen. Für alle Indie-Fans hoffentlich auch was dabei gewesen. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt heute, muss ich sagen. Ihr zwei seid echt nochmal krasser, was den Film angeht. Viele, viele Sachen, die ich nicht wusste oder die mir nicht aufgefallen sind, echt geil. Oh, schön. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, für euch hoffentlich auch. Das war's mit Audioflick. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.